Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Folge des Laufenden Decken Podcasts. Wir haben heute für euch wieder ein Packerl Freude, Spaß, Stimmung und interessante Infos mitgenommen. Für Freude und Spaß und Stimmung findet ihr uns natürlich auch auf Instagram und Facebook und TikTok. Da ist es allerdings nur Freude, weil da ist nichts mehr mit interessanten Details. Ihr könnt uns natürlich auch gerne auf Patreon und Steady unterstützen, dann gibt es das Ganze auch immer werbefrei. Ja, und sonst müsst ihr euch heute ab und zu ein bisschen Werbung anhören. Und für den Inhalt gibt es heute Profi-Inhalt. Und zwar nicht vom anderen, hi Flo. Servus, Deine. Und auch nicht von mir, sondern von Zweien, die schon beide bei uns waren. Und zwar in der Folge 159, die Julia Meier, grüß dich. Hallo. Und in der Folge 163, den Vincent Vermeulen, grüß dich. Servus beide. Oder um es anders auszudrücken, zwei Seiten derselben Medaille. Es ist mir wie immer eine Freude, dir darauf aufmerksam zu machen, dass es Folge 183 war und nicht Folge 163. Bei mir steht auch 183, ich bin einfach zu blöd zu lesen. Danke. Ja, kann man nichts machen. Ich kann auch nicht alles können. Das ist richtig. Es wäre aber schön, wenn ihr wenigstens irgendwas könnt. Aber Thema gut. Eines anderen Tages. Richtig. Also für alle, die sich die zwei Folgen noch nicht angehört haben, erstens Schimpf und Schande, tut das. Mhm. Und zwar direkt im Anschluss. Und zweitens eine kleine Zusammenfassung. Die Julia Meier ist, würde jetzt einmal mit Fug und Recht wahrscheinlich behaupten, die schnellste Langstreckenläuferin Österreichs. Ja, kann man so sagen. Wer da jetzt irgendwie was dagegen hat, möge sich melden. Und ich überlege dann, ob es mich interessiert. Sie soll uns eine Strava-Aktivität schicken, wo man beweisen kann, dass man schneller ist. Genau, also ohne E-Bike. Klar. Und der Vincent ist ihr Trainer und Physiotherapeut und quasi Mastermind im Hintergrund. Ja, man sagt es. Genau, er bringt sie dorthin, wo sie hinlaufen darf. Ohne dass ich es weiß. Genau, ohne dass es weiß. Wichtig. Dafür hört euch Folge 159 und 183 an. ja, und zwar, er bringt sie dahin, wo sie bis vor kurzem nicht wusste, wo das ist, nämlich auf die Marathonstrecke. Und zwar, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, trainiert sie jetzt seit 4 Jahren gemeinsam. Oder mittlerweile 4,5 oder so. Seit 2020 offiziell. Also offiziell. Ah. Seit 2020 ist halt die Zusammenarbeit so, wie sie ist. Sprich, okay. Eigentlich das Training abgestimmt. Ja. Und 2019 war so der Anfang, kann man sagen, wo so der gegenseitige Austausch war. Wo er mal so gesagt hat, was ich machen sollte. Mhm. Und ich dann eventuell gesagt habe, ja, mich live und mache ich. Dann habe ich gleichzeitig auch noch meinen Senf dazugegeben und habe halt wiederum auch alles falsch gemacht. Und ja, dann bin ich draufgekommen, dass, das sage ich aber natürlich nicht so oft, mittlerweile bin ich auch schon draufgekommen, wenn man sagt, dass er recht hat, dann freut er sich, aber er hat halt immer recht. Und mittlerweile, die Doreen und ich, wir sagen es ihm nicht mehr, aber er hat halt recht. Aber er hat ja von Anfang an, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, quasi das Ziel oder die Marschrichtung Marathon schon im Kopf gehabt und das Training auch ausgerichtet, aber dir halt einfach nicht gesagt. Ja, er hat natürlich schon gesagt, auf seine Art und Weise, dass es keinen Sinn macht, dass ich 3000 oder 5000 Meter laufe, schon gar keine 1500. Und mir war das aber anfangs halt wurscht. Ich habe es trotzdem gemacht. Ich bin 2019, 2020 und ich auch noch 2021 die ganzen Kurzstrecken gelaufen. Und natürlich, man kann sagen, in Österreich erfolgreich, aber international hat das halt niemanden bewegt. Hm. Und das hat halt ihn auch nicht bewegt. Und lustig war jetzt, vorige Woche habe ich die Information bekommen, dass ich mich qualifiziert habe über die 3000 Meter in der Halle, Europameisterschaft. Mhm. Und ich habe so gedacht, okay, geil, ich möchte eigentlich laufen. Ich dachte, okay, ja, passt schon.
habe ihn angerufen und natürlich ist dann gleich wieder gekommen, ja sicher, kann das machen. Kannst alles machen. Es passt schon. Ist mir eigentlich auch egal. Also Bestzeit kann man schon laufen. Nur es juckt mich genau nicht. Und dann habe ich, und das ist halt mittlerweile auch so witzig, weil in diesen 2 Jahren habe ich halt urviel gelernt. Und ich habe innerhalb von 10 Minuten nach dem Telefonat realisiert, nein, Julia, es macht keinen Sinn, dass du läufst. Und habe ihn dann am nächsten Tag angerufen und gesagt, ja, passt, ich lauf's nicht, weil es macht keinen Sinn. Wir haben andere Ziele und auch am Weg dorthin macht das halt einfach keinen Sinn. Das finde ich lustig, also diese, das klingt so, ich würde es sagen, wie ein alten Ehepaar, aber so, du, nein, ich würde das gerne machen. So, passt schon, ist ja kein Problem, mach halt. Und du weißt schon, never ever. Glaubst du, dass es gut ist? Ja, wirst schon wissen, was gut ist für dich. So, ui, ganz dünnes Eis. Ja, also ich finde es natürlich gut, wenn Julia das gerne macht, das soll sie auch machen. Ja. Nur wenn der Klosterhafer da läuft und du kriegst 2 Runden, ob das wirklich so lustig ist, weiß ich nicht. Ja, also ich glaube nicht, dass es sehr lustig ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann ist die Überlegung, ob ich wenn ich relativ spät anfange, wenn ich leider Gott sehr spät entdecke, dass ich etwas sehr gut kann, nämlich laufen. Ja. Und ich bin auf einer kurzen Distanz nicht schnell. Ja. Ich bin einfach nicht der geborene schnelle Kurzdistanzläufer. Da stellt sich wirklich die Frage, ob ich mich Zeit noch weitere 5 Jahre vertue, um etwas zu werden, was ich nicht bin. Oder ob ich vielleicht schaue, ob ich das Beste aus mich rausholen kann. Und das ist einfach zu überlegen. Wenn ich jetzt hypothetisch weiterspinne und sage, okay, die Julia sagt nur, passt schon, ich mache das jetzt trotzdem, weil ich finde es halt lustig. Würde sowas einen Trainingsaufbau stark zuwiderlaufen? Also haut die das irgendwie im Trainingsaufbau groß zurück? Oder kann man sagen, ja, das kann man zwischenzeitlich schon mal einstreuen? Man gewinnt jetzt da nicht hoch, aber ja, dann bist du halt einmal ein Wochenende irgendwo herumgedümpelt. Ja, du kannst natürlich mal 9 Minuten und 3 Sekunden schnell laufen. Das ist überhaupt kein Problem. Wir laufen in der Woche so 120 bis 150 Minuten schnell. Diese Woche war sogar fast 300 Minuten schnell. So, das ist überhaupt kein Problem. Es stört den Aufbau auch nicht so sehr. So, weißt, es gibt das Buch, wo es drinnen steht, gibt es eh nicht. Ja, so kein Mensch weiß es ganz genau. Das muss man auch dazu sagen. So, nur wenn man sich fragt, ob der Kipchoge 3 Wochen vor sein Marathon irgendwo hinfliegt, um da in irgendwo ins Nichts eine Kurzdistanz zu laufen und dann ein paar Runden zu kriegen von einem richtigen guten Kurzdistanzläufer, dann glaube ich, dass wir das Antwort alle hier wissen werden. Ja? Mhm. Und warum? Weil es einfach keinen Sinn macht. Er stört es wirklich nicht sehr, weil diese Prozesse sind eh sehr langfristige Prozesse, Aufbauprozesse. Das sind ja nicht Prozesse. Man schaut oft zurück, was habe ich jetzt die letzten 3 Wochen gemacht oder was hat der in der letzten Woche vor dem Marathon gemacht? Das ist mir komplett wurscht. Es geht darum, außer man arbeitet bei der NADA. Dann bei der NADA. Dann will man wissen, was der die letzte Woche gemacht hat. Das wissen wir eh, die haben zufällig noch gestern Abend hier zu Hause gehabt, die NADA. Also das war eh gut. Ich habe einen Sportler gehabt und war die NADA her gestern Abend. Also, aber es ist so, dass solche langfristige Prozesse sind, dass eine Kleinigkeit stört es nicht. Wenn die Julie jetzt auch diese Woche jetzt mal krank wird und sie ist mal 4 Tage außer Gefecht, hey, das merkst du 6 Wochen wirklich nicht. Wirklich nicht. Ja, so, das ist es nicht. Nur die Frage ist, macht das einen Sinn? Deshalb habe ich auch gesagt, Julia, wenn du das machen möchtest, ja, tu es halt. Ja? Gut, vielleicht, dass du für deine olympische Qualifikation vielleicht dann 2 Sekunden fehlen in Wien, das kann schon sein. Ja? Aber wenn du es gerne machen möchtest, sollst du es halt versuchen. Ist ja kein Problem. Oder du beschäftigst deine Zeit und machst einfach an dem Sonntag, wo die Meisterschaft wäre, einfach einen 41 Kilometer Tempo-Dauerlauf. Das wäre auch eine Überlegung. Du musst dich halt entscheiden. Ist das jetzt da ein Grund, dass zum Beispiel jetzt da in Australien waren ja jetzt die Crosslauf-Weltmeisterschaften mehr oder weniger unter Ausschluss von Europa, weil einfach keiner da war. Weil die ganzen Langdistanzler
sich jetzt da auf die Frühlingsmarathons vorbereiten? Oder was ist da, also warum? Naja, oder weil sie einfach, auch keine Chance haben. Ja, okay. Nein, der Europäer fliegt hin und sagt dann, ja passt, ich werde 20. Taugt mir. Woher weißt du, was da der schnellste Spanier war? Er war 22. Aber man muss natürlich auch sagen, es ist natürlich ganz süß, wenn du da 7. wirst. Ja? Nur es ist die Überlegung, ob es vielleicht besser ist, im Marathon Dritter zu werden beim Marathon, im New York beim Marathon. Mhm. Ja? Das muss man sich halt überlegen. So fliege ich jetzt rüber, werde vielleicht krank, habe einen Jetlag oder beschäftige mich mit den wirklich wesentlichen Sachen. Also Crosse ist voll cool. Die Julia weiß auch, ich bin ein großer Fan von Crosse, richtig ein großer Fan. Nur, es muss schon halt seinen Sinn haben. Wir sind da nicht auf einem Spaziergang unterwegs. Nein, ich war Spitzensport. Ich war überrascht, dass nicht jetzt zum Beispiel, also nicht der Ingebrigtsen war ja im Cross jetzt der Europameisterschaft und so, ist der ja auch im Endeffekt weit. Der kommt ins Ziel, dann ist mal lang nichts und dann kommt der Rest. Dass der jetzt da dort nicht hingeht. Oder ist der dann in dem krank. Zusammenhang? Ah, okay. Der war lang krank und ist jetzt erst wieder im Training und für den ist natürlich die Titelverteidigung in der Halle über 3000. Wahrscheinlich wichtiger als ein Crosslauf-Weltmeisterschaft. Ah, okay. Was natürlich auch lässig ist. Ich meine, alle Großen haben das gewonnen. Kipchoge, Bekele und so weiter. Aber es war eben so verwunderlich, dass jetzt da eben von Afrika wirklich Topstars da waren. Und Europa halt, habe ich mir gedacht, so komisch, dass da so niemand da war. Das hat mich einfach irritiert. Ja, aber ich glaube, es ist wieder gesagt, es kommt halt was der Wettkampf dann für einen Stellenwert hat. Mhm. Für die Afrikaner, die gewinnen dort halt auch was. Da geht es dann halt auch um was. Da geht es dann auch um einen Sieg. Und wie man gesagt hat, wenn es dann im besten Fall 20. wirst, kriegst du dann warmen Händedruck und fliegst vielleicht heim und kannst irgendwie nicht gescheit weiter trainieren. Da überlegst du halt zweimal, ob du das wirklich machst. Mhm. Genau, so wenn ich vielleicht kurz mal jetzt, ich möchte es mal klarstellen. Mein Nachbar, ja. Weiß der jetzt bald, wer Vierte war bei den Crossmeisterschaften? Der Mann macht keinen Sport. Oder weiß er vielleicht, wer der Vienna City Marathon gewonnen hat? Er wird sich wahrscheinlich bei der Wien City Marathon auskennen, aber bei den Crossmeisterschaften nicht. So, es ist voll cool. Es ist ein extrem höher Level. Mir geht nicht. Nur, es interessiert kein Mensch. Und wir sind beim Spitzensport. Wir haben Sponsoren zu vertreten. Und die müssen wir gut vertreten. Und deshalb konzentrieren wir uns auf die wichtigen, wesentlichen Aufgaben. Denn Spaß haben wir im Training. Du hast das eine wunderbare Überleitung gegeben, in die Richtung, wo es hingeht. Weil im Sommer haben wir ja mit der Julia geredet und da war der Plan, das Marathon-Debüt oder den ersten Marathon im Wettkampf zumindest, in Berlin zu laufen. Das wäre dann gewesen Ende September, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Genau. Du bist aber in Berlin dann nicht angetreten, wenn ich es jetzt da... Genau. Ich bin eigentlich direkt nach der Europameisterschaft krank geworden. Mhm. War dann gesund, bin dann wieder krank geworden und das hat sich so ein paar Mal hin und her gespielt. Und ja, ich habe halt dann eigentlich erst im... Wann habe ich wieder angefangen zum normal trainieren? November oder was? Sind wir erst wieder so ins normale Training halt zurückkommen. Das war für mich eher eine richtig blöde Zeit und ich bin aber jetzt eigentlich rückblickend froh darüber, dass ich in Berlin eigentlich gar nicht gelaufen bin, weil ja, wenn, dann muss man schon 100% fit sein und das wäre ich wahrscheinlich auch nicht gewesen, wenn ich nicht krank gewesen wäre, weil da war einfach nach der Europameisterschaft da ist einfach mental auch so viel dann bei mir zu verarbeiten gewesen. Mhm. Das war. Um das vielleicht ein bisschen einordnen zu können, wann war die Europameisterschaft? Die war im August und ich war dann auf Urlaub und bin direkt 2 Tage nach der EM im Urlaub krank geworden. Und das war September, Super-GAU. Das war der Super-GAU, Julia. Also das war wirklich der absolute Super-GAU. Also sie kriegt mal eine Woche frei von mir. Ja? Ich sage, Julia, jetzt möchte ich mal eine Woche einfach, dass du nicht trainierst. Das haben wir noch nie mitgemacht. Rote sie Woche trainiert, sie trainiert fast eine Woche nicht. Ja, nur ein bisschen so traben. Und dann nachher wird sie gleich anschließend krank und auch richtig. Und damit fehlen 2 Wochen. Alles gehabt. Alles. Genau. Und eines möchte ich dann noch dazu sagen. Julia ist eine Arbeiterin.
Das bedeutet, Julia ist kein Mo Farah. Und das bedeutet, sie lebt von ihrem Trainingsarbeit. Und wenn diese Trainingsarbeit nicht gemacht werden kann, dann brauchen wir nicht zum Rennen zu fahren. Wenn sie jetzt 2 Wochen krank wird, werden wir auch Wien nicht laufen können, weil sie braucht die Kilometer. Wenn sie die Kilometer hat und sie ist bereit, so hart zu arbeiten als kein anderer, das weiß ich, dann kann sie alles schaffen. Nur wenn sie die Kilometer nicht machen kann, dann geht es halt nicht. Und dann tun wir es nicht, weil ich brauche die Jüre noch ein paar Jahre. Ja. Aber ist das mit im Urlaub krank werden nicht so der Klassiker, dass wenn du halt auf irgendwas Großes hast und danach quasi der Stresslevel quasi sinkt und du quasi runterfährst, dass dann irgendwie die Krankheit kommt? Das ist ja bei vielen Leuten, die viel arbeiten, jetzt im Normalarbeit, sage ich einmal, auch relativ normal, dass die im Urlaub krank werden, weil da mal zum ersten Mal quasi stresslos lacht. Und so eine Europameisterschaft stelle ich mir schon vor, dass das auch ein großer Stress bedeutet, weil ja viel dranhängt, oder? Ja, voll. Ich meine, ich habe das vorher nicht gewusst, habe die Erfahrung damit noch nie gemacht, weil ich ja in meinem Leben einmal krank war, vielleicht so ein bisschen. Und meine Mama so, ja, klar, du hast einfach viel zu verarbeiten gehabt. Und dann so mein Freund, ja, Stress abgefallen und so. Und plötzlich irgendwas, oder was reden die alle mit Stress abfallen? Und im Endeffekt, ja, kann schon sein, dass das so ist oder so war. Ich habe, glaube ich, einfach nur viel Pech gehabt. Ich habe irgendwie einen Magen-Darm-Infekt gekriegt. Und da war ich halt ewig lang out of order, weil sich das hat sich so hinzart. Und das hat auch danach habe ich dann, ich glaube, 2 Wochen lang habe ich mich nicht bei Kräften gefühlt, weil einfach alles draußen war. Mhm. Und dann habe ich direkt danach noch einmal, war das dann schon Corona? Irgendwann habe ich Corona auch noch aufgerissen. Und wieder so, dachte, ja, also ich weiß nicht, was Stress war. Ja, das auch noch. Mhm. Und ja, aber wurscht, jetzt habe ich alles gehabt, was ich so haben können und ja, besser Zeitpunkt dort. Und Affenpocken sind gerade noch akut. Der Trend geht immer mehr zu Zweit- und zu Drittkrankheit. Aber du, ich kann das sagen, wenn du irgendwann ein Kind hast und das in den Kindergarten schickst, so wie ich, dann kommen die Krankheiten auch ganz rein. Obwohl du früher nie krank warst, plötzlich ständig. Also das ist, du kriegst frei Haus geliefert, sei doch froh. Du kriegst das gute Zeug, weißt du? Wenn du das überlebt hast, irgendwann, dann kann dich auch Corona nichts mehr anhaben. Nein. Aber man muss auch wirklich dazu sagen, Julia, es war auch wirklich Pech wie viele andere Menschen. Es geht ab und zu, es gibt momentan teilweise einfach einen Wurm rum, fertig, was soll man machen? Wichtig ist, ich brauche meinen Athleten gesund. Weil ich brauche die Julia noch viele Jahre, weil sie ist so eine junge Läuferin eigentlich noch. Ja, sie hat so wenig Erfahrung von den Kilometern noch im Vergleich zu anderen. So, ich werde nicht zulassen, dass sie läuft, wenn sie nicht 100% topfit ist. Definitiv nicht. Und auch nicht, wenn sie nicht 100% gut trainiert ist. So ein 3000er ist mir wurscht. Aber nicht ein Halbmarathon oder ein Marathon. Ja, aber und Berlin wäre ja auch Marathon gewesen. Also, das wäre eben nicht vorbei gewesen in, weiß nicht, 30 Minuten, sondern das hätte schon mal so 2,5 Stunden dauert. Man muss aber auch dazu sagen, Jura, ich bin eigentlich nachher auch froh, weil du bist jetzt einfach bedeutend besser, fertig. Ja, also ich denke, du wärst nicht gut genug gewesen damals, fertig, das ist, sagt die Ehrlichkeit auch, es wäre nicht genug gewesen, fertig. Aber jetzt da ist ja der Plan, Stadt Berlin, jetzt da großes Heimspiel-Marathon-Debüt machen. Ist ja eigentlich geiler. Ich meine, der Kurs ist jetzt nicht schneller, weil es ist halt Wien. Also im Gegensatz zu Berlin. Berlin ist halt ja sehr, sehr flach und Wien hat halt doch den Berg über die Brücke am Anfang schon. Und dann hast du die Maria-Höfer-Straße, die äußere, die ist jetzt auch nicht ganz flach. Also du hast ein paar gar nicht so unerhebliche Anstiege drinnen. Ja, so dramatisch ist es nicht. Ich war vor kurzem in Malta, da habe ich das schon einmal die Generalprobe mit den Hügeln absolviert. Nein, aber es ist cool gestiegen. Ja, habe ich der. Habe ich vorher nicht gewusst. Ich habe mir zwar die Strecke angeschaut, aber das war irgendwie versteckt. Aber Wien ist cool, ich freue mich extrem drauf. Und ja, das ist eigentlich, da kann ich nur gewinnen, weil ich daheim laufe und es macht mir Spaß. Und ich habe auch, wie soll ich sagen, eine athletenfreundlichere Communication mit, was die Verhandlungen um den Rennstart überhaupt in Wien halt angeht, sind jetzt definitiv viel besser als in Berlin. Von dem her, ich kann nur gewinnen.
Und Staatsmeisterschaften sind auch. Alles okay. Ist das jetzt da für die jetzt da im Kopf, also da springen wir jetzt da schon sehr weit vor, aber ist es für die im Kopf und für die Planung und für alles rundherum auch hilfreich, dass du sagst, ich kenne Wien, ich kenne die Strecken, alle Menschen, die mich kennen, die mich anfeuern wollen, sind ums Eck, die müssen nicht quer durch die Welt fliegen. Also hilft, ist die ganze Community rundherum, ist das cool oder ist es anstrengend, so druckmäßig? An sich ist einfach nur Motivation, die dazu kommt, wenn die Leute da sind. Und wenn ich weiß, dass ich im Fernsehen bin und so. Also das ist komplette Motivation, wobei ich natürlich am Renntag kriegt man halt das nicht mit. Da schaltet es das halt ab. Da kriege ich gar nichts mit und da ist mir im Endeffekt wurscht. Da ist nur noch unterbewusst halt da, dass die Motivation da ist, wenn die Leute da sind. Aber sonst ist eigentlich komplett egal, wo ich laufe. Das Einzige ist, dass der Reisestress vielleicht wegfällt. Das ist vielleicht angenehmer. Ja. Aber ist es dann nicht so, dass man dann währenddessen, wenn es einem vielleicht schlecht geht, dann trotzdem irgendwie daran denkt, dass einem quasi die, keine Ahnung, bei mir war das immer so, wenn ich gewusst habe, da meine Freundin steht irgendwo bei Kilometer irgendwas, das hat mich dann schon nochmal motiviert, dort dann auch möglichst schnell hinzukommen und noch halbwegs gut auszuschauen. Das ist das, was an was du dann gar nicht denkst, oder? Nein, eigentlich null. So, die Sachen, die ich im Kopf habe, sind eigentlich teilweise so die letzten Sachen, die der Vincent sagt. Und keine Ahnung, er hat das im Gespür anscheinend, wann er was zu mir sagen muss, weil auch jetzt, wie ich zurückgekommen bin von der Höhe, er hat genau gewusst, dass ich nicht in die Höhe wollte, weil ja, ich noch nicht so die 100% besten Erfahrungen damit gemacht habe. Und dann habe ich direkt danach ein Rennen, wo er auch weiß, dass ich mich eh schon anscheiße, wenn ich direkt von der Höhe komme und da jetzt ein Rennen laufen muss. Und wo wir 4 Wochen lang 200 Kilometer Grenze in die Woche, wo du eigentlich auch denkst, ja, vielleicht bist du jetzt nicht ganz so frisch. Und dann sagt er dir nicht vor dem Rennen, direkt so vor dem Rennen irgendwie was, sondern irgendwann einmal lässt er so bei irgendeinem FaceTime-Gespräch, was man halt circa 20 Mal am Tag hat, plötzlich so fallen, genau den Satz, den du dann im Kopf hast beim Rennen und davor und nochmal davor, also einen Tag davor oder kurz davor. Und das bleibt dann im Rennen halt auch drinnen. Das ist genau dann, wo es weh tut, denkst du an das. Also ist ja nicht nur ein Physio, sondern auch ein NLP-Trainer. Mentalcoach. Mentalcoach. Motivationstrainer. Da könnte man wirklich viel Geld damit machen, wenn du das irgendwie skalieren könntest, indem du das, weiß nicht, nimmst du ein paar so Stimmen auf, die kannst du verkaufen. Digital? Ja, aber es wird nicht bei ihm alle wirken. Es ist einfach so, dass man braucht ein großes Vertrauen dazu. Ja, aber das darfst du nicht sagen, das verkauft sich nicht gut. Nein, das ist ganz schlimm. Ich bin echt erreicht. Ich brauche da gar nichts zu verkaufen. Nein. Ich bin echt schon erreicht. Das darfst du auch nicht sagen. Das ist wurscht. Du könntest uns damit reich machen. Du könntest uns geben und wir verkaufen das, damit wir dann irgendwann so reich sind wie du. Und Sharing is caring. Also über die Blockchain, weil why not? Okay. Man kann alles mit der Blockchain verheiraten. Juli, dann sagt man es nicht, was wir gesagt haben. Ja, dann schreiben wir es. Nein, das sage ich nicht. Das sage ich gar nicht, weil das. Nee. Manche Sachen sage ich nicht, weil ich meine, ich muss gut werden und nicht die anderen. Es gibt doch Trainingsgeheimnisse. Well. Wenn ihr hören wollt, was der Vincent wirklich gesagt hat, dann geht auf Patreon, werdet Patreon und dann kriegt ihr. guter Marketier. Geschäftsmann. Aber zurück zum Trainingslager in der Höhe. Du warst ja in Südafrika für 3 Wochen, glaube ich. Vier Wochen war ich. Und hast, also das war jetzt so quasi das erste Lauftrainingslager in der Höhe, oder? Nein, es war eh schon das dritte. Oh. Das allererste war katastrophal, das zweite war schon minimal besser. Und jetzt, das dritte, kann man sagen, war sehr, sehr gut. Vielleicht war es jetzt auch schon das vierte, wenn man das Höhenzelt mit einberechnet, aber an das denke ich gar nicht mehr, das habe ich schon aus meinem Erfahrungsschatz komplett gestrichen, also war es das dritte. Ja. Und das war sehr, sehr gut. Also es war richtig cool. Wir haben auch gelernt, ja. Ja. Was war das, was beim ersten Mal, beim zweiten Mal so semi war? Also was, wie hast du das irgendwie negativ gespürt oder wie? Ja, ich denke,
ich weiß nicht, der Vincent wird mich dann vielleicht korrigieren, wenn ich irgendwie einen Schatz sage, aber ich glaube, auf die Höhe muss man sich gewöhnen an sich. Und ich glaube, es ist für niemanden lustig, wenn man das allererste Mal dort ist, sondern es kommt dann erst im Laufe der Zeit. Und deswegen haben wir eigentlich auch schon früh damit begonnen, oder früh halt in meinen Läuferjahren. Ich meine, ich war dann ein Jahr, im ersten Jahr haben wir schon ausprobiert als Profi, und da ist halt semi gewesen, weil du bist halt in der Höhe und es ist halt alles anstrengender. Und beim zweiten Mal war es halt weniger anstrengend schon, aber immer noch. Und jetzt, was du merkst, zwar du bist auf 2000 Meter, aber es ist halt trotzdem unter Anführungszeichen schon normal. Sprich, du kannst schon normal laufen und die schnellen Sachen fühlen sich auch schon okay an. Und du kannst auch durchschlafen. Ich hatte immense Probleme, so die ersten Male, ich habe nicht schlafen können, bin dauernd wach worden, habe dauernd nur Durst gehabt, dauernd aufs Klo müssen, das war unlustig. Hat das was mit der Höhe zu tun? Also, ja? Ja, die Höhe ist einfach ein Stress. Ja? Mhm. Und Höhe ist ein Stress dazu. Und wir haben auch einfach, die Juri und ich, wir kennen uns immer besser. Ja? Wir haben uns immer besser kennengelernt in den letzten Jahren. Und mittlerweile kann ich mit dir lesen und schreiben, so wie ich das auch mit meinen 4 anderen Athleten kann. Und das bedeutet, dass mittlerweile spüre ich eigentlich, was sie auch spürt. Und deshalb kann ich jetzt auch die Trainingsinhalte besser abstimmen drauf. Also es ist definitiv unmöglich, wenn du einen Athlet nicht durch und durch kennst, ihm Vorgaben zu geben über die Trainingsbelastungen. Das geht nicht. Das ist höchst unseriös. Ja. Wie? Das heißt, sie macht jetzt keine Marathon-Vorbereitung mit einem Trainingsplan aus Runner's World? Jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht. Also die Julia weiß wirklich nie, was am nächsten Tag eigentlich am Plan steht. Ja, so es gibt, du kannst nicht einfach, ich weiß, dass es bei vielen Trainern beliebt ist, in Training Speaks mit Drag and Drop das ein bisschen hin und her schieben. Geht nicht, ist peinlich. Dann kannst du besser in den Runner's World Trainingsplan gehen, das hat mehr Wirkung. Ja? So wir haben einfach mehrere Mal am Tag, so wie mit allen Athleten, Kontakt, über was am nächsten Tag oder nächste Stunde am Plan steht. Und das wird oft geändert. Und warum? Also ich weiß jetzt nicht, wie die Julia sich morgen fühlt. Jetzt weiß ich schon, aber ich habe schon 2 Tage nicht so gut gewusst, wie sie sich heute fühlen wäre. Hey, Julia, das war was die letzte Woche. Ich sag's euch, es war der Wahnsinn. Julia war wieder auf der Treppe. Ja, natürlich am Ende vom Zyklus. Und dann denkt man schon so, okay, man spürt eigentlich sollten es jetzt schon da sein, meine Tage. Gut. Was machen wir jetzt? Mittlerweile, ich habe hier viel gelernt, weiß ich, dass wenn man da jetzt in die Zone 3, 4 reingeht im Training, dann kommen es schon gar nicht. Dann kacke ich komplett ab. Gut, okay, zurückschrauben. Aber wie viel geht noch und so weiter? Und ja, wir wissen es beide nicht. Wir können uns nur halt herantasten. Und im Endeffekt haben wir es aber gut gemacht, weil es ist jetzt wieder alles gut. Und es ist das gestrige Training auch immens gut gegangen, obwohl ich mich eigentlich körperlich schon nicht mehr ganz so gut gefühlt habe, weil ich gewusst habe, eigentlich, also ich bin mit Bauchweh weggelaufen und das ist genau das Bauchweh, wenn ich meine Tage bekommen habe, gewusst, okay, jetzt bekomme ich's. Aber dadurch, dass das Training dann doch so mittelintensiv war, habe ich es dann doch nicht bekommen. Und ja, im Endeffekt bin ich heute aufgewacht und habe es dann heute bekommen, nachdem halt gestern das Training genau so intensiv war, dass es nicht zu intensiv war. Und sprich, wir haben letzte Woche jeden Tag telefoniert, was machen wir und wie machen wir es. Ja, aber da gehört viel Vertrauen dazu, Julia. Da gehört viel Vertrauen dazu, weil wir doch auch teilweise über Themen reden, die sehr tabu teilweise sind. Ja? Mhm. Aber das haben wir füreinander überhaupt nicht, mit keiner von meinen Athleten. Ja? Weil wenn ich nicht genau weiß, wie das hormonell ausschaut, weiß ich nicht, was ich für Trainingsinhalte aufstellen sollte. Ich habe keine Ahnung. Ja, also das geht ja nicht. So, ich weiß nicht, wie viel Testosteron da ist im Körper. So, wie soll ich dann wissen, ob das Krafttraining wirksam sein kann oder nicht? Und deshalb messt ihr das? Ab und zu haben wir Hormonemessungen. Ja? Okay. Nur man weiß auch genau, wo im Zyklus dann anhand die Messungen, die ich habe, die paar, die ich habe, kann ich genau bestimmen, wann wie viel Testosteron im Körper ist. Ja, und das bedeutet, dass du ungefähr weißt, wann das Training, Krafttraining zum Beispiel wirksam sein kann, aber auch wann ein Zone 2 besser ist, was weniger Regeneration verlangt, sondern eher von den Speichern, aber nicht von der Muskelstruktur. Oder wenn das in Richtung 3, 4 gehen darf, wo einfach mehr muskuläre Belastung da ist und dementsprechend mehr Regeneration notwendig ist.
Und wenn ich mit Julia telefoniere, wir telefonieren öfter, dann sehe ich das Gesicht, dann weiß ich, ob es später ist. Ja? Und dann fange ich an, dann sage ich nichts, aber dann fange ich schon an, dann setze ich mich hin und denke, was mache ich jetzt? Okay, okay, ganz ruhig, einfach bleiben, das läuft nicht so wie geplant. Was tue ich jetzt? Ja? Und dann haben wir für unseren großen Freund, gemeinsamen Freund, Tron Nistad gelernt, Julia, dass wenn man zweifelt... Wenn du Zweifel hast, hast du keine Zweifel. Hast du keine Zweifel. Das so. Bedeutet, im Fall der Zweifel wird immer runtergedreht. Immer. Mhm. Ausschließlich und alleine. Das machen wir dann auch und deshalb haben wir auch jetzt und gestern uns entschlossen, statt unsere normalen Intervalle. Die normalen Intervalle sind meistens so, oder 4x20 Minuten, 6x10 Minuten am Berg. Haben wir gestern einfach 41 Kilometer schnell sind wir gelaufen im Zone 2 Bereich mit einem, ich denke, dass du in 3,40er Schnitt da gelaufen bist ungefähr. So was. Stimmt. Ja, genau. Einfach als Abschluss der Woche mal ein lockerer Tempolauf. Und das hat dann auch dementsprechend den Wirkung gehabt, die man eigentlich wollte. Nämlich, dass der Körper hat sich dabei entspannt, weil er fühlt sich wohl. Sie hat sich gut ernährt während des Trainings, sodass es kein Stress war, genug Zucker zu sich genommen. Wie viel Gramm hast du zu dir genommen von Mountain? Ja, eine Flasche 320 Gramm, also 320 Kilokalorien waren das. Ich weiß es nicht auswendig, wie viel Zucker das war. Und 3 Gels, also eh einiges. So ein 800 Kalorien ungefähr? 890 Kalorien. Ja, also, es sagt 900, das ist eh noch wenig, Julia, muss man sagen. Hä? In wie viel Zeit? Moment mal, das sind 2,5 Stunden ungefähr oder 2 Stunden? Ja, es ist ich habe ungefähr knapp 1800 oder so habe ich verbraucht. Eben. Ja, aber das geht natürlich, das ist natürlich möglich, weil das Tempo relativ langsam war. Ja? Ja. Weil in dem Tempo, wo sie gelaufen sind, 3,40er Tempo, verbrennt sie noch relativ viel Fett, ja? Und relativ wenig Zucker. Da wirst du ungefähr pro Stunde, denke ich, 50 Gramm verbrauchen. Zucker schätze ich so. Und deshalb geht sich das dann auch. Aber es ist eigentlich fast defizitär, Julia, muss man schon sagen. Ja? Das hätte vielleicht ein bisschen mehr dürfen. Ja? Ja. Aber habt ihr so als Faustformel irgendwie, wie viel ihr dann zu dir nimmt, weil wenn ich jetzt als Normalläufer denke und ich versuche mir da was mitzunehmen, wie könnte ich da so, wenn ich jetzt so einen 2-3 Stunden Lauf jetzt nicht in deinem Tempo habe, aber wie komme ich da irgendwie, wie taste ich mich daran, wie viel ich da zu mir nehmen sollte? Faustformel gibt schon, aber ich habe so eine coole Maske aufsetzen müssen, mehrmals in Ruhe und beim Training und da sieht man halt dann ganz klar, wie viel ich nehmen muss und das weiß ich dann auch. Im Normalfall mache ich es eh auch richtig, vielleicht einmal definitiv nicht richtig letztes Jahr, aber seitdem bin ich eh halbwegs brav, aber es ist dann beim Laufen auch schwierig, dass du halt dann vielleicht so viel nimmst, weil eben wie schon gesagt, es war jetzt nicht zu intensiv, dass ich halt mehr braucht hätte. Was ich noch unbedingt sagen muss oder will, ist, dass ich vor einem Jahr oder ich weiß jetzt nicht wie lange, aber dass es definitiv ein Prozess war, zu akzeptieren, dass das Training halt nicht nur Training ist, weil man es macht, so wie es eben unter Anführungszeichen halt starre Trainingspläne gibt von irgendwo, die man sich runterlädt oder kaufen kann oder halt, dass es Trainer gibt, die da halt sagen, ja, das machen wir, weil das ist jetzt die Zielzeit und deswegen müssen wir jetzt so trainieren, sondern dass es halt einfach individuell ist. Und individuell auf dein Leistungsbefinden und individuell auf deine Person, auf deinen aktuellen, was auch immer, Hormonstatus oder was weiß ich. Und gerade bei Frauen, ich meine, bei Männern weiß ich nach einem Telefonat heute, dass es eigentlich genauso ist. Aber genau. Du musst. Ja, aber wir haben überhaupt keine Selbsteinschätzung. Ich habe vor einem Jahr nie ein Training gestrichen, so wie in der Woche jetzt, oder selbstständig runtergefahren, weil ich gewusst habe, wenn ich das nicht mache, kriege ich meine Tage nicht und ich werde dadurch nicht besser. Erstens bleiben meine Tage auch, zweitens geht es mir schlecht, weil ich es nicht gekriegt habe, drittens werde ich schlechter. Das, was ich auch gelernt habe, dass man muss sich immer fragen, wie wird man besser, was hilft einem jetzt? Und das hätte mir definitiv nicht geholfen. Der Vincent hat vorher ein paar Sachen gesagt, ihr habt jetzt keine Tabus, was ja, du hast einen Zuckersensor und einen Körpertemperatursensor, wenn ich richtig habe, und du hast ein Wattmesser und du hast Herzfrequenz. Und er hat alle Zugänge, das auszulesen. Er braucht es eigentlich. Welche Tabus soll es denn dann noch geben? Ja, es gibt keine Tabus. Also in dem Fall. Aber er braucht auch nichts. Er schaut mir ins Gesicht und weiß es. Das ist völlig bizarr. Ich verstehe es eh nicht. So als
aber mittlerweile verstehe ich schon, weil eine geile Situation war im Trainingslager mit dem Janis. Ich und der Janis kommen vom Training zurück. Und wir sitzen, gehen duschen und wir sitzen beim Abendessen und planen unseren nächsten Tag. Und auf einmal kriege ich ein WhatsApp, Vincent. Und ich schaue halt so drauf und er schreibt Hi. Und ich schaue zum Janis, shit, wir haben ein Problem. Der Vincent hat Hi geschrieben und der Janis so, ja und? Und ich so, ich weiß ganz genau, wenn der Vincent Hi schreibt und danach noch weiter tippt, sprich aber zuerst das Hi absendet, dass dann irgendwas Böses kommt, beziehungsweise böse, dass irgendwas nicht gut ist. Und ich sag so, Janis, was haben wir gemacht? Und ich habe dann schon gewusst, scheiße, Janis, wir haben gerade vorher beim Training was gemacht und zu 1000% hat es ihm nicht taugt. Ich weiß es ganz genau. Und dann kommt die Nachricht, dass wir das nicht machen hätten sollen. Und das ist so lustig auch, weil man lernt sich halt einfach kennen. Man weiß haargenau, was ist. Und wenn eine Nachricht kommt mit Hi, und dann wird noch weiter getippt, dann ist es irgendwas Seriöses. Oder wenn am Telefon oder in real life, also face to face so, hey, kommt, dann ist auch immer irgendwas im Busch. Schau, jetzt weißt du es, Vincent, das nächste Mal kannst du deine Taktik ändern, falls du sie nicht gleich wissen lassen willst, kannst du schreiben, hey ho, statt hi oder so. Ja, oder huhu, alles gut, aber ja, jetzt. Ich sag oft, es tut mir leid, ich bin halt so. Ja, es ist halt so, wie es ist, aber ja, sie haben da ab und zu ein paar kleine Fehler gemacht und die können aber, warum schreibe ich dann? Ich bin dann eigentlich teilweise auch schon ein bisschen leicht irritiert, weil wir sind bei 4 Wochen 2100, 2200 Meter Höhe, Meereshöhe in der Hitze, ja, und wir sind absolut ans oberste Limit von dem Ballastpaket. Das weiß ich, das sehe ich, ich sehe die Gesichter. Dann habe ich einfach keinen Bock drauf, dass wir anfangen Fehler machen. Das interessiert mich nicht. Und weil dann hängen wir, das ist schon so bei Julia, sie ist kein, habe ich schon 100 Mal gesagt, kein Kipchoge. So, wenn wir einen Hänger haben, haben wir den meistens auch länger gehabt, muss man sagen, Julia, oder? Der ist dann nicht innerhalb 3 Tage weggeputzt, oder? Nein. Und aber nochmals, das hört sich vielleicht ungut an, aber wir haben ein sehr, sehr gutes und enges Verhältnis, wie mit allen Athleten. Ja, sie übrigens auch mit den anderen Athleten, muss man auch dazu sagen. Eine sehr, eine Gruppe, die sehr homogen ist und sehr viel zusammen untereinander auch kommuniziert, Julia. Sage ich das richtig? Ja, nein, auf jeden Fall. Ich finde das eigentlich sogar gut, weil was möchte man als Athlet oder als Athletin vom Trainer haben? Jemanden, der sich um einen kümmert, so. Ja. Du möchtest jetzt nicht das Gefühl haben, ja, es geht ihm eh alles am Arsch vorbei. Er schreibt dir dein Training auf und du hast es dann gemacht und alles ist gut und schön. Nein, im Gegenteil. Man will ja dann Feedback haben und das hat man halt einfach rund um die Uhr. Und schon gar nicht, also man kriegt Feedback schon gar nicht, wenn man damit rechnet. Man kriegt es einfach immer. Und das ist aber das, was uns als Trainingsgruppe auszeichnet. Weil Übrigens machst du jetzt schon offset deine eigenen Pläne, Julia, muss man auch dazu sagen. Also ich möchte auch wirklich die Selbstständigkeit meiner Athleten hervorheben. Die sind sehr, sehr selbstständig, sehr intelligent, sehr begabt. Ja? Aber das funktioniert halt auch nur, wenn von Anfang an dieses Lehren da ist. So. Es ist, ihr habt es vorher gesagt, wie Ehefrau und Ehemann. Wie ein altes Ehepaar. Ja, aber es ist eigentlich so eine Art Lehrer-Schüler-Beziehung irgendwie, weil man wird quasi hin, man kriegt so den Weg zu, was ist gut und was ist schlecht und vor allem eigentlich, man lernt selber. Man wird so, man kriegt so didaktische Hinweise, wie in der Schule, wie ich es gelernt habe als Lehrerin an der Uni. Wie baut man didaktisch eine Einheit auf, egal ob jetzt Deutsch oder Sport. Genau das lernen wir. Und es ist dann auch so, dass wir teilweise den minimalen Freiraum bekommen, um kleine Fehler zu machen, die aber wichtig sind, weil man nur aus Fehlern lernt. Und ich glaube, es mag vielleicht in dem Moment für die Zuhörer vielleicht etwas harsch klingen, aber ich glaube, es ist im Endeffekt die ehrlichere Variante, weil du hast ihn ja nicht, damit er das sagt, wie gut du bist, sondern du hast ihn, damit er das sagt, wie er dich besser machen kann. Und wenn er dich besser macht, indem er den Finger in die Wunde bohrt, dann ist es einfach das Ehrliche. Man muss ja nicht ungut sein in dem, wie man es sagt, aber man muss schon sagen, wenn was nicht passt. Und im Endeffekt ist ja genau das, was dich weiterbringt und nicht, wenn einer ständig auf die Schulter klopft und sagt, wie toll du bist. Aber da habe ich zwei Fragen dazu. Das erste war, weil du vorher gesagt hast, er weiß quasi alles. Schreibst du einmal oder mehrmals pro Tag deine Metriken auf?
weil wenn das Training sich quasi von Tag zu Tag ändert, je nachdem, wie es angeht, dann muss ich auch relativ, also ich stelle mir es jetzt so vor, dass ich dann auch relativ kurze Intervalle haben muss von meinem Athleten, von meiner Athletin, wie es ihr oder ihm geht, weil sonst kann das ja nicht anpassen. Wenn ich nicht abhebe, dann sagt er, das gibt's ja nicht, ich bin der Trainer, warum hebt es jetzt nicht ab? Die einzige Person, warum ich abheben muss, das ist er. Sonst kann ich mein Handy wegschmeißen. So, auf ja, aber das ist, es ist nämlich nur ein Job. Also, wir müssen das schon klarstellen. Sie verdient ja Kohle damit. Ja, ja, nein, das ist schon klar. Aber und die zweite Frage, die ich anhängen wollte, ist, wie viel Aufwand, also dass für die Julia ein Ganztagesjob ist, ist mir klar. So weit, so gut. Aber wie viel Aufwand ist es auch als Trainer? Weil wenn du das jeden Tag umplanen musst und nach jedem Training auch direkt bei jedem Athleten reinschaust, wenn jetzt da, ich extrapoliere jetzt einmal, wenn ich jetzt sage, jeder Athlet hat 8 bis 10 Stunden oder 12 Stunden am Tag, ist er Athlet und die restlichen Stunden schläft er oder ist in der Dusche oder am Klo. Und das macht man nicht wahnsinnig sportlich alles drei. Und hast du eine Ahnung? ja, stimmt, du bist die einzige Person auf dieser Welt, die beim Austreten noch Zeit gewinnt im Wettkampf. aber wenn das jetzt der Athlet 10, 12 Stunden Aufwand hat und der Trainer schaut bei jedem Athleten drauf, so viel Zeit hast du ja gar nicht, oder? Also. Wohl. Julia kann das besser beantworten, denke ich. Schau, er ist in der Praxis und hat seine Patienten. Währenddessen stehe ich bei ihm daheim am Laufband mit der Doreen, mit seiner Frau und habe ein laktatgesteuertes Training. Und er sagt uns eh immer schon vorab, was wir machen müssen, weil er es ja eh schon weiß, es ist bizarr eigentlich. Er sagt uns, ich soll 17,5 km/h laufen und dann habe ich das und das Laktat. Und er sagt es eigentlich punktgenau. Und wenn es mal nicht so ist und es abweicht so um 0,3 Millimol, dann ist instant entweder eine WhatsApp-Nachricht von der Doreen an Vincent oder gleich FaceTime-Call und du kriegst instant die Antwort von ihm zurück. Also es ist einfach so, dass er halt zwei Sachen gleichzeitig macht. Ja, so keine Ahnung wie, aber es ist so. Es ist auch so, dass meine Patienten, wenn ich das den heutigen Arbeitstag zum Beispiel kurz durchgehe, meine Patienten wissen, dass ich 5 absolute Weltklasse-Athleten habe. Das wissen sie, wenn sie zu mir kommen. Ja, ich habe noch 5 Kollegen, aber das wissen sie. Und das bedeutet, dass so wie heute jemand bei mir liegt mit seinem Knie, ja, und ich bin dabei, das Knie anzuschauen, dann geht mein Handy, ich kriege gerade einen Anruf aus, in dem Fall war das aus Slowenien, ja, von einem Athlet, ja, und wenn der mich anruft tagsüber, dann weiß ich, das ist wichtig. Wenn die Juli mich anruft, ist das wichtig. Und dann ist es immer so, dass ich sage zu meinen Patienten, sage, es tut mir leid, aber ich muss jetzt kurz am Apparat. Und alle Patienten wissen das, weil die wissen, was ich mache. Das bedeutet, die liegt da und ich habe dann einfach ein 3-minütiges Gespräch, wo wir dann abschließen. Gut, um 12:05 rufen wir uns etwas ausführlich zusammen, dann bin ich im Auto. Aber jetzt ist das mal so, wie es ausschaut. So machen wir das heute. Und so läuft das eigentlich. So, mein Aufwand am Tag, so wie heute, wird ungefähr, denke ich, so, ich bin mit den Athleten, denke ich, so 5 bis 6 Stunden beschäftigt gewesen, alles zusammen. Ja. Das ist sehr schön, das ist eine schöne Aufgabe und ich bin stolz darauf, dass die Athleten mich vertrauen. Aber es ist eine Aufgabe, die nicht zwischen 8 Uhr und 18 Uhr ist, sondern das sind 5-6 Stunden, aber das sind halt zwischen, weiß ich nicht, 3 in der Früh und 11 Uhr am Abend. Ja, aber es ist schon so, ich möchte schon, dass die Athleten, also der heutige Podcast ist Ausnahme. Also am Abend möchte ich, dass der Motor runtergefahren wird. Es gibt auch am Abend keine harten Trainingseinheiten. Ja? Mhm. Es ist einfach so, dass aktiv sind wir bis 5, 6 und dann wird der Motor runtergefahren. Ich brauche keine komplizierte, das weiß die Julia auch, und sie tut es auch nicht, das ist übrigens keine Beschuldigung, ich brauche keine komplizierte Gespräche so ab 17, 19 oder 20 Uhr. Definitiv nicht. Interessiert mich nicht, bringe ich auch nichts mehr weiter, da kommt nichts aus meinen Händen. Ja? So, nein, ich denke, das ist, denke ich, klar, Julia, oder? Ja, wir sitzen dann alle, auch wenn wir in der Ramsau dann gemeinsam sind, wenn ich halt öfters oben bin, dann sitzen wir alle mit einem Kamillentee und dann, weiß ich nicht, wird halt philosophiert über, ja genau, und wird philosophiert über irgendwas oder, ja, das war's dann auch schon, dann geht man schlafen um 9.
Ja, da wird der Kamil, der schon 8 Minuten, 10 Minuten gezogen und dann geht's. Dann wird Dann geht's ab. Ja, wir liegen alle auf der Couch dann am Abend, wenn wir hier sind. Jeder, der eine liest ein Buch, der andere geht mit dem Hund ein Stück spazieren. Aber es ist einfach so, der Abend ist einfach zum Runterfahren. Der Motor zum Runterfahren, fertig. Und das ist mir wichtig. Ja, das ist, und Montag ist, man muss dazu sagen, normal habe ich am Montag jetzt meinen ganzen Tag frei geplant, keine Patienten. Ja? Und am Montag bin ich nur für diese 4, 5 Athleten den ganzen Tag da, um ständig zu telefonieren, zu diskutieren. Das ist mein ganzer Montag eigentlich. Ja, das habe ich mir schon auch vor allem von dem Podcast von dir mitgenommen, wie wichtig für dich auch Spaß und das Drumherum ist, sodass die Athleten wirklich auch ihre beste Leistung bringen können, dass du halt darauf schaust, dass sie gesund sind. Und dazu gehört, finde ich, dann auch richtigerweise, dass sie am Abend früh genug ins Bett gehen, und schlafen ist nun mal die beste Regeneration. Ja, und so der Prozess. Gehen. Ja. Genau, der Prozess ist so wichtig. Weißt, stell dich jetzt vor, dass die Julia in ihr ganzes Leben nur glücklich sein kann, wenn sie bald 2:26:20 läuft, um sich zu qualifizieren zu spielen. Wenn das Einzige ist in ihrem Leben, was sie glücklich macht. Und alle, wenn nicht, dann ist das Leben misslungen. Also dann haben die meisten Leute ein ziemlich hartes Leben und auch die meisten Sportler. Ja. Also natürlich darf man enttäuschen, wenn es nicht geht. Es gibt halt Enttäuschungen. Aber die paar Monate vorher schon ein bisschen geil gewesen sein. Ja? Also sonst, da mache ich nicht mit. Also da mache ich definitiv nicht mit. So mit Fanaten habe ich nichts am Hut. Gar nichts. Interessiert mich nicht. Und wenn wir jetzt gerade von Wien-Marathon reden und denken, du kannst ja der Julia dann jetzt auch zum ersten Mal erzählen, wie bereitest du sie dann jetzt, oder was ist dann der Plan bis dahin, dass du das erreichst, damit du ihr dann in Wien ein Lächeln auf die Lippen zaubern kannst, wenn sie dann in der unter der Olympiazeit durchs Ziel kommt? Puh, also das ist eine Frage, sag mal. Aber mittlerweile bin ich eh schon. Ich meine, von der Trainingsphilosophie ändert sich sowieso nichts. Die Trainingsphilosophie, die wir haben, die haben wir, Punkt. Das ist bei allen 5 Athleten gleich. Und mittlerweile weiß ich selber, dass sich bei mir nicht viel geändert hat, außer dass die Belastungen einfach länger werden. Und mittlerweile bin ich schon auch ein bisschen erfahrener und halte ich mehr aus, und dann kann man halt Zone 2 und Zone 3 mehr machen. So, Punkt, that's it. Man muss halt einfach viel laufen. Genau, und wenig Zeit verschwinden mit sinnlosen Sachen. So wenig Zeit verschwinden mit sinnlosen Sachen, wie so Lauf-ABC-Geschichten und so. Also bitte keine sinnlose Geschichte. Bleiben wir bei den wichtigen Sachen. Das sind die Umfänge, das sind die Intensitäten. Also wenn wir das schon mal gut machen, dass wir einiges Zone 1 machen, ein bisschen Zone 2 und 2 ordentliche Einheiten Zone 3 haben, dann sind wir schon mal gut unterwegs. Da haben wir schon mal das größte Teil. Was ist, damit wir es verstehen, weil ich frage das deswegen so doof nach, weil Zone 1, 2, 3, 4, 5, manchmal auch 6, unterscheidet sich ja je nachdem, was man gelernt hat oder was für ein Tool, das man nutzt, manchmal ja doch erheblich. Was versteht, also wie sind bei euch die Zone 1, 2, 3, 4 von mir aus eingeteilt, ungefähr von der Herzfrequenz? Will ich es mal erklären? Vier hinaus, du. Ich sage nur dazu, bei mir geht es nicht über 4 hinaus, weil ich das nicht habe. Nein. Weil ich das kann. Nein. Nein, man muss auch wirklich sagen, so mehr als Zone 4 auch noch einteilen, das ist nur ein bisschen, nein, das ist obergescheit reden, aber das kannst du gar nicht einteilen. Ja? So, bleiben wir bei das Einfachste. Zone 1 ist, wenn sie gemütlich wappeln tut, ja? Also ein bisschen rumwappeln, durch den Wald so joggen mit dem Hund oder so ein Stückchen, oder, Julia? Ja. Zone 2 ist, wenn die Julia schon richtig drückt. Ja? So, dann ist es schon mal so, da reden wir über 3. Zone 2 ist momentan bis 3,25, denke ich ungefähr. Julia, sage ich das richtig so? 3,20, 3,25 Kilometer. Dann tut sie schon. Okay, was ist das in Herzfrequenz? Circa? Also nur so, sind wir da bei 150 vielleicht? Knapp drüber. Okay, also Zone 3 ist das, was man bis zur Schwelle jetzt sehen würde wahrscheinlich, genau, oder? Genau, also Zone 2 ist das, wo man halt einfach sagt, ich bin um die 2 Millimol knapp drunter manchmal, wenn man es defensiv macht. Ja, du bist eher so, die Julia ist ein relativ niedriges Laktat-Typ, ja, weil sie hat einfach sehr viel langsame Muskelphasen, oxidative Muskelphasen, wodurch das Laktat, was produziert wird, sofort wieder umgewandelt wird in Energie.
Dementsprechend messen vom Laktat her tun wir einfach die Differenz zwischen dasjenige, was produziert wird und wieder aufgenommen wird in der langsamen Muskelphase. Und da ist sie relativ niedrig, weil sie einfach sehr gut entwickelte langsame Muskelphasen hat oder oxidative Muskelphasen. Und das bedeutet, dass man das nicht miteinander vergleichen kann. So, wenn du zum Beispiel bei 3-4 Laktat noch lachen kannst, also die Julia lacht bei 3 Laktat definitiv nicht. Also dann druckt sie schon all aus. Och, du lachst, so, genau, die, viele Leute lachen dabei. Wenn die Julia zum Beispiel 6x10 Minuten 3 Laktat hat, dann ist es so, dass die letzten 10 Minuten sind einfach mal nicht mehr so wirklich gemütlich. Ja, also dann ist es mal richtig. Allerdings, wenn ich 3 Laktat habe und die Julia neben mir mitläuft, hat sie halt Laktat von, weiß ich nicht, 1,2 anwesend. Ja, aber es ist halt auch, aber man ist halt dann dran gewöhnt. Dann habe ich ein defensives Zone 2 Training, wo ich halt so 1-2 Laktat habe und dann stehe ich am Laufband und die Turin neben mir und die Turin ist schmerzbefreit und ich laufe schon 16 km/h und ich habe halt unter den 1-2 und dann sagt sie so, ja, tut mir leid halt, ne? Wir müssen schneller laufen, super. Dann denkst du so, Alter, du rennst einen fucking Dauerlauf mit 17 km/h, das kann bei Gott doch nicht wahr sein, ja? Und du willst einfach nur sterben. Genau, aber es ist einfach so, wir müssen im Training die Qualität erhöhen. Ja? Okay. Und es ist einfach so, dass relativ niedrige Laktatwerten bei hohen Geschwindigkeiten ist etwas, was unter normaler, gesunder Umstände gute Athleten einfach so gemeinsam haben. Ja? Mhm. Und dementsprechend ist das schon ein Anhaltspunkt, aber du kannst das eine nicht mit das andere vergleichen. Ja? Also die Julia stirbt bei 5 Laktat richtig, ja. Und der Jannes, unser begnadigter Orientierungsläufer, den wir haben, ein gewaltiges Talent, der auch auf der Straße verdammt schnell ist, weiß es nur noch nicht. Der Jannes, der spaziert da rum mit 5 Laktat. Ja? Mhm. Weil er, und warum? Das hat einen relativ einfachen Grund. Da hat mehr relativ schnelle oder kräftige Muskelphasen. Mhm. Und die sind halt, die verbrennen mehr Zucker und produzieren mehr Laktat, ja, und etwas weniger langsame Muskelphasen. Okay. Ja, aber das bedeutet aber nicht, dass er mehr Schmerzen hat wie die Jura, überhaupt nicht. So, du kannst es überhaupt nicht miteinander vergleichen. Okay. Deshalb ist das Vergleichen von einer Laktat-Leistungskurve komplett Unsinn. Ja, ja, aber ihr habt jetzt gesagt, wenn jetzt da Zone 4 ist, ist wirklich Sterben. Zone 1 ist quasi spazieren gehen. Schnellere Spazieren gehen von mir aus. Ja. Und ihr macht es dann relativ viel in Zone 2, 3, was halt entweder langsamer Dauerlauf oder sehr zügiger Dauerlauf ist, von mir aus. Ja. Das ist lauft jetzt in meinem Kopf ein bisschen auseinander mit dem, was man oft hört, so mit 80% gemütlicher und nur 20% intensiv. Ja, das Gemütliche, das Gemütliche ist ein großes Wort, hä? Weil man nennt zum Beispiel, wenn die gute Radfahrer oder Läufer Zone 1-2 machen, das nennt man ein Ausdauertraining. Hey, aber ich sagte eins, wenn der Radfahrer Zone 2 trainiert, der druckt volle Kanne dann. Weißt, da gibt es nicht viel mehr Stufen nach oben. Okay, okay. Verstehst du, da gibt es halt nicht mehr viel nach oben. Ja? So, mein Sohn ist ein guter Radfahrer, wenn der mit 1,3 Laktat rumfahrt, fahrt er mittlerweile so 340, 350 Watt. Ja? Nur das ist aber nicht, dass er wirklich spazieren tut bei 350 Watt. Niemand spaziert bei 350 Watt am Radl. Weißt du, wenn der 300 Watt hat, wenn er 300 Watt hat, hat er nur 6 Laktat. Ja? Nur, der druckt aber, so, du musst aber kurz erklärt werden, das ist vielleicht spannend. Der verbraucht sehr viel Energie, weil er verbraucht bei 300 Watt ungefähr bei seinem Gewicht in dem Moment 1100 Kalorien pro Stunde ungefähr. Ja? Das ist sau viel, 1200 Kalorien. Das ist sehr viel, genau. So, der verbraucht sehr viel Zucker auch in dem Moment, nur hat so gut entwickelte Mitochondrien in seinen Muskelphasen, dass er das wieder verpuffen kann. So, aber, du misst aber, es nimmt nicht. Er das auf? Er nimmt in der Stunde dann ungefähr, wenn wir einen Sohn, wenn er zum Beispiel, er hat zum Beispiel einen guten Freund, das ist der Sam Laidlaw. Sam ist Zweiter in Kona geworden dieses Jahr, ja, und bei dem trainiert er den ganzen Winter. Wenn die zum Beispiel eine Verrundfahrt machen, gemeinsam 180 Kilometer mit 3.500 Höhenmeter mit einem 36 Schnitt, ja, dann fahren sie Schnitt ungefähr 300 Watt. Ja. Dann geht da pro Stunde 120 bis 140 Gramm reiner Zucker eigentlich rein. Pro Stunde. Ja? Also das sind Unmengen. Ja? Und dann trotzdem ist da noch ein Defizit. So, aber wenn du das Laktat messen tust, das ist immer 0,6 am Ende auch noch.
Nur der schaut aber nach 180 Kilometer mit einem 36er Schnitt zu zweit in 3000, mit 3000 Höhenmeter. Schaut aber nicht so aus, als ob es eine gemütliche Tour ist. Ja? Verstehst du? Du kannst das nicht miteinander vergleichen. Ja, ja, ja. Leute vergleichen das, das geht definitiv nicht. Und auch, was ich halt bei mir dazu sagen kann, ist, dass wir ja nicht von Anfang an viele Minuten in Zone 2 und Zone 3 machen haben können. Natürlich war ein Jahr lang oder auch, auch meine Vorarbeit, die ich halt 2017 bis 2019 halt ohne Vincent gemacht habe, da war ja nicht an sich Grund auf Boden alles falsch, so was ich gemacht habe. Ich habe ja extrem viel Grundlage trainiert. Und Grundlage hat bei mir damals geheißen und heißt ja auch jetzt immer noch, wenn ich locker laufen gehe, dann laufe ich mit 110, 120 Puls, wenn ich Zone 1 laufen gehe. Ja. Auch wenn ich am Rad sitze, dann sitze ich halt 3 Stunden am Rad, aber ich fahre nicht über 110 Puls. Punkt. Mhm. Und das war früher so und das ist jetzt auch so. Und so baut man sich dann halt das auf, dass man dann viel in Zone 2 und Zone 3 laufen kann. Aber das ist halt das Wichtige. Du musst die Minuten in Zone 2 und Zone 3 machen, weil die brauchst, dass du gut bist dann. Ja, weil das, Julia, das möchte ich schon sagen, was mir in letzter Zeit gewaltig stört, nicht an dir, ja, aber zum Beispiel, wenn ich auf Twitter so rumschaue bei Kollegen und so, ja, da wird da so momentan so eine Stimmung gemacht, dass alles, es ist nur gut, wenn du langsam laufen tust. Ja, so viel langsam laufen, dann wirst du schnell. Ich habe eine ganz schlechte Nachricht. Ja. Also vom langsam laufen wirst du definitiv nicht schnell. Also definitiv nicht. Du wirst halt nur schnell vom schnell laufen. Nur du kannst nur eine bestimmte Menge Minuten schnell laufen. Und viel langsam laufen sorgt dafür, dass die Homöostase, das Gleichgewicht in deinem Körper, gestärkt wird, wodurch die Schläge, die du deinem Körper gibst mit diesen harten Einheiten, du besser verkraftest und dadurch wirst du da besser. Nur du wirst vom langsam laufen definitiv nicht schnell. So eine sage dir schon, wenn der Justin Gatlin nur rumspaziert wäre mit 10 km/h, hätte er wahrscheinlich nicht 9,63 mehr gelaufen auf 100 Meter. Geht nicht. Definitiv nicht. Aber lang gelaufen ist der auch nicht. Man, die 10 Sekunden. Nein, genau. Nehmen wir ein anderes Ding. Also du musst wirklich schauen, wenn zum Beispiel die Julia ihr 6x10 Minuten macht, das geht richtig zur Sache. Verstehst du? Das ist wirklich schnell. Das ist ja kein Spaziertempo. Ja, da laufe ich halt dann zum Schluss, also was heißt zum Schluss, ich fange halt immer defensiv an, weil ich das auch so brauche und auch gerne, aber wenn ich dann zum Schluss halt 3:15 laufe und du bist aber schon fucking 50 Minuten unterwegs in dem scheiß Tempo, dann ist das halt nicht mehr lustig, weil 3:15 ist halt schnell. Und du hast dazwischen halt kurz Pause und dann, du kannst dich halt auch nicht erholen dazwischen. Ja, und jetzt ist es Minuten das Tempo durch. Und jetzt ist es momentan auf Twitter und auf Facebook überall so obergescheite Typen, die dann immer sagen, oh, was sind die alle Depper, die so schnell laufen und nur von langsam laufen ist so schnell. Hey, du wirst ja vom langsam laufen nie in dein ganzes Leben schnell. Ja. Du wirst halt nicht, du musst es aber machen, damit du richtig viel schnell laufen kannst. Was den langsam macht, das sind die ganzen kurzen, knallharten Sachen, so 30-30, 30-50, 40-20, ja, die extrem viel Regenerationszeit benötigen, wodurch du wenig arbeiten kannst. Das ist vielleicht lustig, eine Woche vom Rennen, um dein Laktattolerant zu steigern, aber wirklich in die Weiterentwicklung deiner kardiovaskulären Fähigkeiten bringt es gar nichts. Also das ist das, was Sie meinen mit viel langsam laufen, wobei langsam nicht langsam ist, sondern einfach die prozentuelle Verteilung von richtig harten Einheiten zu ja. Langsamer. Ja. Oder ja, ist das dann ungefähr, ja, was man... Okay. Dann kommen sie dann immer zurück, dann greifen sie dann zurück auf das norwegische Modell. Na, ich habe zufällig einen Sohn, der ist Langläufer, der wohnt in Norwegen, in Den Hammer. Ich sage mir eins, da wird nicht langsam gelaufen. Also definitiv nicht. Ich kenne die allerbesten Langläufer der ganzen Welt. Da wohnen zum Beispiel auch sehr gute Radfahrer und auch eine sehr gute Läuferin. Da wird nicht sehr langsam gelaufen. Ja, aber also klappt mir. Aber es ist nicht schon so, um ein bisschen Devil's Advocate zu spielen, dass es vor allem auch an die Anfänger oder an die Nicht-Profis gerichtet ist, weil indirekt macht es sich ja schon schneller, weil du musst ja zuerst langsam laufen, damit du überhaupt schnell laufen kannst. Also wenn du so otto-normalen Menschen wie mich und den Peter oder vielleicht noch Anfänger hernimmst, für die würde es ja schon in gewisser Weise zutreffen, weil die brauchen erst einmal die Basis, damit sie dann überhaupt adäquat schnell trainieren können.
oder? Nein. Ja, das Wort schnell ist natürlich relativ. Ja, das ist kein absoluter Begriff. Aber tun wir es einfach im Stoffwechsel. Reden wir jetzt mal kurz über Physiologie. Es ist einfach so, dass du in einem Bereich bist, wo du weniger Kalorien verbrauchst oder mehr Kalorien verbrauchst. Die Zusammensetzung der Verbrauch über das Fetten oder Zucker ist, darüber können wir auch nochmal reden. Aber jetzt geht es darum, dass zumindest ein bis zweimal in der Woche der Körper schon belastet wird mit Intensität, dass er fast ein bisschen überfordert ist. Weil wenn er nicht ein bisschen überfordert wird, aufgrund einerseits die Dauer oder andererseits die Intensität, wird es sehr wahrscheinlich keine Anpassungen geben im positiven Sinn. Die wird es halt nicht geben. So, ja, sicher. Was für Julia vielleicht eher lockerer Dauerlauf momentan 14, 15 km/h ist, das ist für mich, wenn ich locker laufe, ist das vielleicht 10, 11 km/h. Ja? Nur, es passiert von der Verbrennungsseite her fast genau das Gleiche. Mhm. Ja? Ja. Nein, also mir war schon auch klar, oder ich finde es schon offensichtlich, dass halt schnell und langsam immer relativ sie zu deinen Fähigkeiten, die du gerade hast. Also mein langsam ist ein anderes als im Peter sein langsam und der Julia langsam. So viel denke ich, war mir schon klar. Und was ich auch nicht sagen wollte, ist, dass man quasi gar nicht schnell muss, aber das glaube ich schon manche damit meinen können, dass du halt auch diese Basis erst brauchst, damit du auf der wirklich gescheit aufbauen kannst. Wenn du viel zu schnell wirst oder viel zu schnell machst und die Basis so ein bisschen vernachlässigst, dann fehlt da halt der Unterbau. Ja, aber wir haben in Österreich schon ein kleines Problem in Österreich. Wir haben viele Probleme in Österreich. Ja, wir haben es gerade. Das sind eins davon. Genau, fangen wir an mit eins. Es gibt viel Angst vor hartes Training. Ja, so man hat in Österreich Angst für viel und hartes Training. Ja. Und man muss sich auch wirklich überlegen, wir sind ein sehr reiches Land mit den besten, schönsten Sportstätten, die es, glaube ich, gibt, die man braucht. Mit Sportschulen, ja, alles. Und wir sind aber mit aller Respekt international nicht sehr erfolgreich. Das ist meine Meinung. Ich weiß nicht, ob ein anderer Meinung setzt, aber das ist halt meine Meinung. Ja, in der Breite wären vielleicht ein paar mehr Sportstätten gerade für Laufen und so schon geil. Ja, aber du brauchst im Prinzip für Laufen brauchst ein paar Schuhe und eine Stoppuhr vielleicht. Also viel mehr brauchst du halt nicht. Das stimmt. Ja? Ja. Also du gehst hier auf der Straße und kannst laufen. Ja? Wir haben überall Skipisten in Österreich. Wir haben Langlaufläufe überall. Also wir haben wirklich alles. Radfahren brauchst du aus der Tür oder ich war gerade kommt vom Rad. So, wir haben alles, was wir brauchen. Wir haben Kohle, wir haben Bundesheer, Sport, Zoo, Sport, alles. Nur dafür sind wir doch ein bisschen mager unterwegs, bin ich der Meinung. Oder ich weiß nicht, wie ihr das seht, im Leichtathletik, im Rasen. Also schauen wir mal auf Weltebene, auf absolute Weltebene. Ja, wir machen das einfach wie in der Diplomatie. Wir sitzen die anderen einfach aus. Genau. So, und ein der Probleme, glaube ich, die man wirklich hat, und das hat sich entwickelt, ich merke das im Laufe der Jahre mit den vielen Diskussionen, die ich auch habe mit Spitzensportlern, ist, dass man so wirklich große Sorgen macht, dass das Training vielleicht zu intensiv sein könnte oder zu hart sein könnte. Ja. Und, aber eines sage ich schon, dass wenn du am Ende des Tages als Sportler, ich sage nicht als Otto-Normalverbraucher, als Hausvater, sondern als Sportler, in deinem Bett liegst und es war ein gemütlicher Tag, dann weißt du, kannst du dich sicher sein, dass die in Norwegen nicht ins Bett liegen und denken, war ein gemütlicher Tag, sondern die sind halt platt. Und du bist dich sicher, dass die Ingebrigtsen auch schon wieder zwei Intervalle hinter sich gehabt haben an dem Tag. Ja. Ja? Und das ist das Hauptpunkt. So, die besten Sportler, die ich kenne in Österreich, trainieren alle knallhart, ohne jegliche Ausnahme. Und viel. Und, ja, und viel, das ist es nämlich. Also wie schaut jetzt da eigentlich, jetzt da nicht aufs Training heruntergebrochen, aufs Einzelne, aber wie schaut jetzt da, wenn man jetzt da auf so einen Marathon hinschaut und sagt, okay, jetzt kommt dann mein erster großer Marathon und ich will tatsächlich die Olympianorm, wie auch immer sie dann ausschaut, laufen. Also sub 2:30 fix, aber wie viel drunter, weiß nicht, ob das schon fix ist. Wie schaut dann so ein letzter Vorbereitungsblock oder wie schauen so die letzten Vorbereitungsblöcke aus? Und es kommt ja, glaube ich, noch ein Block auch in Südafrika, wenn ich mich nicht täusche. Also wie ist so ein weil ihr trainiert jetzt schon seit ein, zwei Jahren auf das hin quasi. Wie schaut dann so wirklich diese letzte Meile oder die letzten, was weiß ich, paar Wochen dorthin aus? So, Julia, ich glaube,
dass die nächste paar Wochen so ausschauen wie die letzten paar Wochen. Ja? So, ich wenn ich jetzt, sagen. Oder? Genau. So, ja. Wenn ich jetzt eine ehrliche Frage habe, Julia, wenn du einen ganz normalen Tag hast jetzt, so wie du jetzt bist, ja? Kannst du dann unter 2,30 laufen oder nicht jetzt momentan, glaubst du? Ja. Gut. Ja. So, werden wir allzu viel verändern? Nein. Gar nichts. So, wir verändern gar nichts. Das bedeutet, es wird jetzt einfach kurz bevor wir nach Südafrika fliegen, wird wieder ein kurzer Regenerationsblock eingelegt von so 2-3 Tagen, damit wir 100% fit in den Flieger einsteigen, dass wir nicht krank werden, dass wir auch die Zeitumstellung verkraften. Die ersten paar Tage sind nur ein bisschen rumwappeln. Ja? Und dann gibt es einfach ein 1:1 Wiederholung von dem Trainingsblock, was wir gemacht haben, in wann war das? Jena, glaube ich. Jena. Ja? Genau. Es gibt das Ding ist, viele Leute glauben, oder halt ganz Österreich glaubt, zumindest jetzt mal da, und das, ich glaube, es geht logischerweise auch über Österreich hinaus, dass es irgendwie kompliziert ist, gut zu werden. Und dass es irgendein Geheimnis gibt, über 1500, 3000, 5000, 10.000 Halbmarathon, Marathon gut zu werden. Und das gibt es aber nicht. Und ich war, bevor ich beim Vincent war, auch genauso. Ich habe mir gedacht, oh mein Gott, es ist alles so kompliziert und man muss schnell laufen. Und wie schaut jetzt das Trainingsprogramm aus, wenn ich jetzt 3x300, aber 2 Serien mit 45 Sekunden Pause und vielleicht noch einer Serienpause mit 95 Sekunden und ich muss unbedingt 53,45 Sekunden auf die 300 laufen. Wenn ich das nicht laufe, dann schaffe ich es nicht. Das war ich natürlich, ich war früher genauso und ich habe gedacht, scheiße, und jetzt habe ich 10x1000 und ich muss die 10x1000 zumindest in 3:22,3 laufen. Und wenn das jetzt nicht alles der Durchschnitt so ist, dann mache ich es nicht. So, und das ist erstens natürlich mal komplett schlecht für dein Mentales und für dein Selbstvertrauen, dann ins Rennen zu gehen, weil du was rechnest du da? Und dann auch noch Programme vielleicht auf die Hand aufschreiben oder so. Das habe ich alles gesehen oder alles selber gemacht. Völlig absurd. Und dann habe ich da 2020 mit ihm zu arbeiten begonnen, weil ich habe gedacht, Alter, was ist das eigentlich alles da? Ich habe es alles nicht so ganz gecheckt. Wir haben einfach Intervalle. Ich bin dann einfach 6x10 Minuten gelaufen andauernd. Oder 4x20 Minuten. Oder am Anfang war es noch ein bisschen humaner. Da hat er es noch so auf die österreichische Art und Weise probiert, dass ich nicht ganz so abgeschreckt bin. Da habe ich dann auch manchmal so, was war es, 2x8, 4x4 oder so, damit es irgendwie österreichisch war. So unterschiedlich durch, damit ich nicht ganz so einen Kulturschock hatte. Aber wie eingeteilt? Warum? Aber wie eingeteilt? Also noch, dass du gesagt hast, laufst an der Schule. Ein Tag locker, ein Tag intensiv, ein Tag locker, ein Tag intensiv. Also wenn er sagt 6x10 zum Beispiel? Ja, so schnell wie es kannst. Na, wenn's, du kannst eh nicht schneller als was kannst. Oh, also 6x10, dass du den letzten halt noch hinkriegst, so wie den ersten. Na, sicher. Halt. Okay. Genau. Mhm. Und ich habe gedacht, ja, was soll das alles sein? Wie schnell muss ich dann laufen? Wie soll das funktionieren? Gut, und ich war 2020, ich war völlig fertig. Ich habe gedacht, das kann alles nicht funktionieren. Und naja, und es ist aber dann so gewesen, dass ich dann langsam gecheckt habe, okay, es wird immer Laktat genommen und der Puls wird geschaut und dann verändert sich das alles und das Gefühl wird besser und das Laktat geht runter und der Puls wird besser. Und ich habe gedacht, aha, okay, gut. Dann bin ich plötzlich immer schneller geworden. Ich meine, gut, meine Entwicklung war von Anfang an halt natürlich aufsteigend, aber es ist halt dadurch eigentlich schneller besser worden, so die Sprünge waren größer und dann 2021 bin ich dann plötzlich Rekorde gelaufen und auf einmal laufe ich 15:45 und habe aber nicht diese komischen Intervalle gemacht, die ich 2019 gemacht habe. 2019 habe ich nur 5000 Meter trainiert, abartige 15x400 und ich habe mich angeschissen vor jedem Training, weil ich gewusst habe, ich muss die Rundenzeiten laufen, wenn ich das nicht laufe, dann mache ich das nicht und dann ist alles schlecht und die Welt bricht zusammen und so und mittlerweile laufe ich halt einfach und das ist halt einfach jetzt der Unterschied und alle sagen jetzt so, oh mein Gott, du läufst jetzt einen Marathon und wie trainierst du da jetzt und so und ich denke mir so, ja, was ist mit euch, ich laufe im letzten Training, letzte Woche, also das war vorletzte Woche, bin ich 5x5 Kilometer gelaufen und habe nach Trainingspartnern gesucht und ich habe keine gefunden, so, weil kein wahnsinnig Verrückter mit mir 5x5 Kilometer in 3:30 läuft. Julia, wenn das ist ein Problem, wenn du Marathon laufst, dann musst du nämlich ungefähr so 8,5x5 Kilometer laufen. Sonst wäre vielleicht mal besser, genau, wenn wir das im Training mal auch mal machen, damit es im Rennen klappt. Also, ja, sonst wird es ein bisschen blöd im Rennen. Und sprich, auf was ich hinaus will, ich habe einfach gelernt, im Training mit der harten Realität zu leben, wie es im Wettkampf ist. Und genauso schaut das Marathon-Training auch aus. Ja, ich muss halt damit klarkommen, dass ich zumindest 3x in der Woche 30 bis 35 Kilometer am Stück laufe. Ist natürlich nicht lustig, aber es ist halt so. Und dass ich sogar hier und da jetzt mittlerweile gestern halt an die 42 Kilometer ranlaufe und das halt im vollen Tempo. Und
Ich möchte dann übrigens noch eines dazu sagen, Julia. Es ist ein wichtiger Punkt. Weil wenn der Peter das macht, dann krepiert er. Ja. Weil der Peter muss auch noch hackeln. Ja, naja, wobei, genau. Wobei. Und du kannst liegen. Moment einmal, also dreimal 30 Kilometer die Woche habe ich auch schon gehabt. Aber das ist aber tapfer. Das ist tapfer aus Normalverbrauch. Nein, das ist deppert. Aber ich möchte auch. Liebe Grüße, Christoph. Es gibt noch ein paar kleine Ja-Abers. Es hängt nämlich auch ein bisschen vom Muskelfaserverteiler. Ja? So, wenn du zum Beispiel einen Tipp hast, der sehr, sehr schnell auf den 5000 ist, ja? Dann kannst du dich zum Beispiel vielleicht leisten, dass du in einem Ausdauerbereich nicht so gut bist, weil du bei dem Marathon nur einen bestimmten Prozentsatz laufen musst von deiner Maximalgeschwindigkeit. Nur Julia wird sich damit abfinden müssen, dass sie auf 99% in der Maximalgeschwindigkeit laufen muss. Und das aber 42 Kilometer. Und das setzt etwas ganz anderes voraus. Ich möchte das nicht verallgemeinisieren. Ja? Wir haben da, Julia hat eine unike, ganz eigene Genetik. Ja? Aber das Einzige, was ich verallgemeinisieren möchte, ist, dass du auf der Welt kein einziger richtig guter Marathonläufer, ich meine nicht jemand mit 2,17, aber ich meine wirklich einen Topläufer findest, der nicht sau viel trainiert. Ja. Wenn du, Peter, sagst, du möchtest den Marathon laufen, dann möchtest du, so wie ich, durchkommen. Und das bedeutet, dass du es in Kauf nimmst, dass die letzten 12 Kilometer zum Sterben sind und eine neue Erfahrung sind. Dann. Ja? Das ist aber bei Julia nicht. Die möchte schnell laufen. Und das ist, denke ich, ein Gravierungsschild. Ja, aber du hast gesagt, sie muss 8,5 mal 5 Kilometer laufen. Wenn sie letztens 41 Kilometer gelaufen ist, heißt das, in Wien bei Kilometer 41 hörst du dann auf. Weil wenn du jetzt nicht weiter gelaufen bist, dann hast du die Erfahrung nicht gemacht und somit wird das leider nichts anhaben. Sie jammert immer die Julia, dass sie nicht kann. Sagst du, ich bin so müde, Herr Trainer. Aber ich würde tatsächlich, Julia, hör einfach bei 41 auf, weil da kommt noch der letzte Anstieg da den Ring auf. Der ist ja nicht so den, lustig. Ich habe jetzt eine Frage an die beiden Männer. Stellt euch vor, ihr lauft jetzt einen Marathon. Habt ihr es vor oder so. Ja? Dann wäre es doch schon angenehm, weil das ist schon ein Stress an den Tag. Da schauen die Leute zu, du stehst da, du musst lang warten, das dauert alles, das ist ein Stress. Das wäre doch schon praktisch, wenn diese Distanz schon mal nicht der Stress ist. Wenn du stehst und sagst, aber die 40 Kilometer, das ist nicht das Problem. Verstehst du? Es geht nur darum, ob ich schnell laufe. Und deshalb verstehe ich das nicht, dass anscheinend muss das so sein, du laufst einmal 10.000 Meter, dann machst du mal eine Stunde schnell, einen Halbmarathon und dann sollst du auf einmal 42 Kilometer schnell laufen können. Ja. Das checke ich einfach nicht. Ich check das nicht. Das ist ja auch jetzt da in unserer Läuferbubble von komplett Wahnsinnigen, die jetzt zwar nicht super schnell sind, aber alle nicht ganz dicht, ist es ja so, dass wenn du jemanden fragst, nein, ich bin am Marathon gelaufen, würden dir wahrscheinlich ungefähr die Hälfte drauf sagen, ja, und was hast du dann gemacht? Bist dann wieder heimgelaufen? dann hast du halt ein Wochenende drinnen, wo du ein Back-to-Back machst mit am ersten Tag so viel und am nächsten Tag so viel, weil deine Renndistanz ist halt dann vielleicht 80 oder 100 Kilometer und dann haben sie noch ein paar Berg dazwischen eingeschmissen. Das heißt, du musst vor allem, ich glaube, beim Flo und bei mir geht es jetzt weniger um die Distanz oder wenn du Bergultras laufst, sondern es geht um die Dauer, dass du weißt, wie sie 12 Stunden laufen halt anfühlen oder 16 Stunden. Und wie weißt du das? Indem du es machst. Ja, und wie viel, was ja dann bei uns das ein Riesenproblem ist für viele Läuferinnen und Läufer, ist ja Essen. Weil am Marathon, ja, ich meine, das ist jetzt glaube ich, gleich die nächste Frage, wie ihr das dann auch im Wettkampf macht. Aber bei uns ist es ja oft ein Esswettkampf mit ein bisschen Laufen dazwischen, weil sonst da hältst du einfach die Dauer nicht durch, wenn du nicht die ganze Zeit irgendwas einschopperst. Ja, und was ich auch noch sagen wollte, was ich glaube ich schon bei uns schon noch dazu kommt, jetzt wenn es um einen Marathon oder vor allem um einen ersten Marathon geht, ist, wir machen das halt auch nicht hauptberuflich. Das heißt, du machst das sicher einen gewissen Trade-off, indem du sagst, okay, du natürlich könntest jetzt Anfänger theoretisch auch 42 Kilometer laufen mal lassen, damit sie das wissen, wie sich das anfühlt und damit du dann beim Marathon selbst vielleicht nicht mehr ganz überrascht bist. Aber mit Job, Familie und sonstigen Dings ist einfach, würde ich behaupten, zu viel Stress,
für den Körper, dass sie das einfach nicht aushalten. Dann lebst du einfach damit, dass die letzten 12 Kilometer scheiße sind, du einfach die Zähne zusammenbeißt und irgendwie durchkommst, weil, wie du sagst, dann geht es auch irgendwie nur ums Ziel kommen, und wenn es dann von mir aus den zweiten oder dritten gemacht hast, dann tun nur die letzten 5 Kilometer weh. Ist das also halt einfach so. Der Julia weiß aber schon, dass ich ein Realist bin. Und jetzt möchte ich dann auch mal zur Sache kommen. Also stell dich jetzt vor, 2 Wochen vor dem Marathon, du hast am Sonntag dein Training. Jetzt macht es es dann wirklich aus, ob du von 8:30 bis 10:30 läufst oder ob du von 8:30 bis 11:30 läufst. Mhm. Was ich damit meine, diese Stunde an einem Sonntag wird es auch nicht ausmachen. So, warum sollte man diese 2 Wochen vorher nicht mal dann einfach diese 3 Stunden durchlaufen? Verstehst du, was ich meine? So, ich glaube, ja, das hört sich einerseits an, ja, ich bin ja kein Profi. Es muss auch nicht sein, nur wenn du wirklich sagen möchtest, ich möchte das gut laufen, ich möchte, dass das ein geiles Erlebnis wird, dass ich mich wirklich wohlfühle und nicht, dass ich einfach vollkommen abbrenne, weil ich das nicht kenne. Dann denke ich mir, dann nimmst du 2 Wochen vorher die Zeit, dass du statt von 9:30 bis 10:30 einfach von 9 bis 11:30 läufst. Und das hat sich gegessen. Ja, aber ich will auch mal behaupten, für viele sind 3 Stunden laufen dann vielleicht eh normal, aber da sind es halt auch erst 30 Kilometer unterwegs. Also da müsst ihr halt schneller laufen. Das sagt sich relativ einfach. Nein, aber deswegen meine ich, ich glaube, dass bei den meisten, zumindest manchmal meine Meinung, dass die Zeit gar nicht so das Problem ist. Die meisten, also zumindest bei mir war es so, ich bin dann schon meine 3,5 Stunden gelaufen, aber ich war dann halt erst 30, 32 Kilometer unterwegs bei meinem ersten Marathon. Mhm. Und dann war es auch nur eine halbe Stunde mehr, und dann ist es eh irgendwie ausgegangen. Die letzten 12 Kilometer waren trotzdem. Aber ich denke nochmals, dass es praktisch ist, dass wenn man, stell dir vor, du möchtest, dass der Wien City Marathon ein geiles Erlebnis für dich wird. Ja? Dass du wirklich wohlfühlst, dass du es genießen kannst. Dann denke ich, dass es vernünftig ist, wenn man sagt, man tut das ab und zu halt trainieren. Ja? Mhm. Das wäre so mein Vorschlag. Ich gebe da in der Sache grundsätzlich recht. Also der erste Marathon ist geil, aber er ist definitiv kein Genusslauf. Also das kann ich behaupten, ja. Das war er nicht. Doch, Julia, der wird super. Das wird ja super. Ich glaube, das ist auch wieder so ein anderer Ansatz, so beim Profis. Ja, ich meine, ich finde es auch weniger lustig, jetzt so 10.000 Meter zu laufen oder einen Halbmarathon zu laufen, weil es ist alles hart, weil du bist halt von Anfang an am Limit und durchgehend am Limit. Es war auch die 41 Kilometer waren gestern halt, ja, lustig waren es auch nicht, wenn es 4x10 Kilometer gesteigert runterläufst auf 3,30 ist jetzt auch nicht so lustig, aber man muss halt machen. Und jetzt halt auf eure Frage so zurückzukommen, Marathon-Training, ich denke, dass es halt wichtig ist, viel und vor allem viel in der Marathon-Geschwindigkeit und knapp drunter, und das ist halt das, was wir machen. Und Julian, langsam progressiv. Ist nicht in 6 Wochen progressiv. So, wir sind jetzt, eines dürfen wir nicht vergessen, das hört sich so cool an, 200 Kilometer in der Woche in der Höhe, super lässig und so, mache ich jetzt auch. Hey, das geht definitiv in der Hose. Mit Julia habe ich angefangen mit dem Radfahren, die ist Bundesliga-Radrennen gefahren, hat sie sogar gewonnen online, ja, Swift-Rennen. Und warum? Weil einfach sich nicht in der Lage war, die Kilometer zu machen. Die hätte sich verletzt. Und wie viele Verletzungen haben wir gemeinsam gehabt, Julia, in den letzten 3 Jahren? Noch keine. Ja. Okay, kein einziger. Wie viele Ausfalltage wegen Verletzungen? Null. Und das kommt, wir haben das aufgebaut. So, bitte nicht ab nächste Woche 160 Kilometer laufen, weil der Moira das gesagt hat. Definitiv nicht. Das gehört aufgebaut. Das ist nicht keine gute Idee. Okay. Aber jetzt nochmal zur Ernährung jetzt im Marathon, weil du bist ja deinen Halbmarathon in 1:11 gelaufen, glaube ich, jetzt am besten, oder? Mhm. Ja, 1:11. Das ist ja, soweit ich das jetzt vom Andi Walter mitgekriegt habe, das ist so die Grenze Nahrungsaufnahme, ja, nein. So eine Stunde für uns ungefähr. Ist das, nicht die Grenze. Das heißt, du bist vor, eigentlich du nimmst nicht schon Nahrung auf. Aber ich habe beim 10er sogar schon was genommen. Also wir sind seit 2020 bin ich mit dem Glukosesensor und seit 2020 schimpft mich der Vincent, wenn ich kein Gel mit habe beim Training, weil das ist unseriös. Ja. So, also wir sind auch vor allem, weil ich halt mittlerweile viel in Zone 2 und Zone 3 unterwegs bin und da verbrauche ich natürlich viel, sprich ich muss das zuführen, weil sonst hat das keine Qualität erstens. Was ist das für ein Takt? 30 Minuten oder? Ja, genau. Also es kommt so drauf an, wenn ich sie 6x10 Minuten Intervalle habe, dann ist oft schon mal nach 10 Minuten oder vielleicht schon vorm Aufwärmen. Bei den 20 Minuten Intervallen, ja, sind es halt dann meistens nach 20 Minuten oder wenn neben mir wer herfährt, dann schon mit der Flasche früher. Hey, aber ja. Wir machen das richtig. Aber,
Wir dürfen auch nicht vergessen, wir dürfen nicht vergessen, Julia, okay, dass es gibt da auch meines Erachtens schon einen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Die Julia ist mit dem Gewicht ans Limit. Ja? Das bedeutet, wenn wir die Julia auf 48 Kilo ist, Julia, dann sind wir im Prinzip ans Limit. Ja? Wir haben auch Scans, die das bestätigen. Hast du gerade den Andi Walter dick genannt? Super! Nein. Das ist nur, weil er seinen Candy-Check macht. Ja, genau, nein, nur deshalb. Nein, aber nein, wenn man so 8% Körperprozent, ja. 8% Körperfett als Frau hat, dann ja, und bei uns Männern ist das so. Weißt du, bei uns Männern ist das so, die Testosteronproduktion kommt relativ schnell wieder zurück, wenn das mal ein bisschen aus dem Lot ist. Nur bei der Julia bin ich einen Monat los. Das bedeutet, wenn die Julia unterernährt ist, ja, dann geht das komplett in die Hose und endet möglicherweise mit einem Stressfaktor vom Fuß und dann stehen wir halt. Männer sind da definitiv nicht so gefährdet. Wir haben andere Parameter, um zu schauen, ob wir wirklich aus dem Gleichgewicht sind oder nicht. Bei Frauen ist es relativ einfach. Bei Männern ist es ein bisschen komplizierter, etwas mehr tabu. Aber das sind schon ganz wichtige Themen. Deshalb ist es bei Julia absolut anders als beim Mann. Ein Mann machen wir nicht so Sorgen. Aber bei Frauen machen wir um Unterernährung beim Training, wenn sie viel trainieren, große Sorgen. Okay. Jetzt finde ich gut, weil jetzt kann ich beim Training einfach viel mehr essen, weil ich kann immer sagen, der Vincent hat gesagt, weil sonst bin ich unterernährt. Und das nein, ist Frauen habe ich gesagt. Verdammt, ja, jetzt geht man dann dazwischen, wenn ich da meine Rechtfertigung suche, dass ich jetzt mehr essen kann. Man, du isst ja schon wenig. Du isst ja nur alle, wenn wir zwar laufen gehen, friss ich doppelt so viel wie du. Ja, das weil ich viel schlanker bin als du. Ja, no. Nicht einmal ansatzweise. Ich darf sowieso nicht essen, der Vincent hat mir versaut. Danke. Ja, aber beim Marathon selbst, ist es dann Gel bei der Verpflegungsstation quasi nehmen? Ja. Oder ist es, oder es gibt ja auch Läufer, die quasi rein auf Elektrolytgetränk gehen oder da halt irgendwas zusammen mischen in Flüssigkeit. Aber bist du jemand, der quasi Flüssigkeit plus Gels nimmt? Beim Halbmarathon habe ich einmal Flüssigkeit und mehrere Gels genommen, weil das war beim Rekord, war ich gerade Ende vom Zyklus und da ist der Zucker durchgegangen wie nie. Da habe ich schon bei 4 Kilometer zum Fressen angefangen, sonst hätte ich es wahrscheinlich nicht durchgedrückt. Und jetzt beim Marathon ist auch eine Mischung. Okay. Flüssigkeit unbedingt. Man verliert halt da auch viel Wasser. Was verbrauchst du an Flüssigkeit jetzt da bei einem Marathon? Liter? Habe mich jetzt noch nie auf die Waage gestellt, aber ich habe jetzt in Malta schon gemerkt, was du nachtrinkst, dass ich quasi. Ach so, was ich nachtrinke. Ja, beim Marathon kann ich es ja nicht sagen. Beim Halben, es war aber auch nicht so viel. Das sind halt ein paar Schluck aus der Flasche. Aber die machen ja schon viel aus. Vor allem, wenn du das Gel danach einfach runterspülen kannst, gut. Ja, vor allem das Mountain ist ja nicht so dünnflüssig. Da ist, Das Mountain-Gel ist ja, das ist ein bisschen dickflüssiger. Ja, da ist schon gut, wenn man wenigstens irgendeinen Schluck noch hinten noch. Ja, genau. Ja. Nur wenn du normal hydriert am Start stehst bis zum Halbmarathon, bei normalen Temperaturen passiert dich gar nichts. Und es ist auch tatsächlich sehr abhängig. Übrigens, ich möchte auch dazu sagen, die Julia nimmt im Training eigentlich nie raus. Das bedeutet, das macht schon einen sehr großen Unterschied, ob man einfach mal rausnimmt in dem Training und dann zum Rennen geht. Oder ob man nicht rausnimmt, sprich mit halbvoller Speicher zum Start geht. Die Julia geht eigentlich auch immer mit halbvoller Speicher zum Start, weil wir nehmen eigentlich fast nie raus. Wir werden nur das erste Mal wahrscheinlich für den Wien-Marathon rausnehmen und sonst eigentlich nie. Ja? Weil es taucht auch nicht, sie fühlt sich nicht wohl dabei. Und naja, für Olympia dann vielleicht, oder? Also, ich weiß es nicht. Also, sie fühlt sich einfach gut dabei, wenn sie viel trainiert. Und wir haben das Essen so trainiert, ja. Das bedeutet, es ist für ihr überhaupt kein Problem, fast den ganzen Bedarf an Zucker während dem Rennen zu sich zu nehmen. Es hat da überhaupt kein Problem. Aber wenn sie nicht rausnehmen soll vor Olympia, Marathon, lass sie einfach auf die 10.000 A starten. Ja, sicher. Ja, schon, gell? Vorher vorbelastet. Genau. Ein bisschen zum Aufwärmen, Laktat, ein bisschen vorglühen. Ja. Dann kannst du sagen, du bist dann ultra gelaufen und so, das ist dann alles. Passt. Die weiß, wenn sich mir fragt, sage ich, passt eh schon. Mir ist es eh egal. Mach halt.
weißt, sie ist so gut trainiert einfach und sie ist so stabil, dass es wirklich ziemlich egal ist, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Aber es ist schon wichtig, weil ich möchte auch so schon sagen, dass die Sachen, die wir jetzt hier besprechen, die kann man nicht verallgemeinisieren. So jemand, der von der Bahn kommt, der einen super 3000 oder 5000 hat, hat ein ganz anderes Verhalten als die Julia. Die Julia hat einen absoluten Sparmotor. Ja? Die hat einen richtigen Sparmotor. Das bedeutet, die kann sehr ökonomisch einfach laufen. Und so die Mengen, die wir heute besprochen haben, gelten überhaupt nicht für jemanden, der keinen Sparmotor hat. Ja? Mhm. Und das sind Sachen, die man raustesten kann. Wir haben das sehr oft gemacht mit der Spiroergometrie, aber auch wegen Glukosemessungen. Das musst du einfach herausfinden. Ja, und wenn du das immer wieder testest, dann ist der Erfolg gesichert. Fertig. Bleibt es eigentlich, weil du das jetzt gesagt hast, du hast das letztes Mal schon gesagt, dass du gesagt hast, sie ist quasi so ein VW ab 3 Zylinder, der einfach ewig dahin zuckelt mit 3 Liter Verbrauch. Und wenn du jetzt da jemand anderen nimmst, der, weiß ich nicht, 800 oder 400, 800, 1500 gemacht hat in seiner Jugend, baut sich der dann über die Dauer um? Und wird sparsamer oder bleibt er dann immer eine Top-Fuel-Klasse mit 16 Liter auf 100 Kilometer oder so? Der bleibt im Prinzip immer so. Und warum? Mhm. Weil der schon eine andere Bewegung hat. Das bedeutet, der wird sein Bein mehr anfersen zum Beispiel. Ja? Mhm. Rein weil das Kognitiv gewinnt. Und das ist halt eine teure Methode. Ja? Nur, wenn du aber 2 Stunden laufen möchtest, 1,59, dann brauchst du halt den Laufstil. Das wirst du halt mit Julias Laufstil nicht schaffen. Das geht ja nicht. Mhm. Ja, ist ein bisschen kompliziert vielleicht, aber... Okay. Ja, aber da reden wir jetzt von den obersten oder von den letzten, weiß ich nicht, 2%? Genau, aber wir sind auch, Julia ist auch so gut. Ja. So, wir reden über die richtig Guten und das hängt das sehr vom Laufstil ab. So, wenn du einfach einen Laufstil hast, der gehört zum Kurzstreckenlauf, spielt relativ viel auf dem Vorfuß, relativ stark anfersen, eine relativ große Bewegung mit den Händen, ja, dann wirst du eher mehr Zucker verbrauchen. Mhm. Und die Julia hat dann etwas weniger Anverse, die Hände sind ein bisschen höher, hat sie einfach, wodurch das einfach bedeutet, dass sie etwas sparsamer ist. Ja? Nur es wird einfach schwierig, mit dem Laufstil viel schneller zu laufen. Und deshalb wird das halt auf dem 5000 nicht funktionieren. Ja, sie wird schon gut werden und sie wird vielleicht schon auf 14,55 laufen können. Nur wer interessiert das? Also ich habe was waren das, 200er oder 300er und da habe ich halt ein Video geschickt, nein, es waren 200er, weil es war halt flott, es war wirklich flott für meine Begriffe und es war eigentlich so, dass vom Gefühl her das beste Laufen in der Geschwindigkeit, das ich je so gehabt habe und es war halt auch einfach gut. Es war okay, es war gut oder es war halt gut. Und ich schicke das und ich kriege halt die Rückmeldung oder ich kriege gar keine Rückmeldung, weil ich kriege einen Anruf und wenn es seriös wird, dann ist meistens immer ein Anruf. Und dann ist halt so, ja, es ist gut, aber es ist halt nicht gratis so. Du kannst das nur schwer und hart durchlaufen über 5 Kilometer. Es tut mir leid. Ja, du musst so immer wieder zurückgeholt werden. Ja. Wird nichts mit einem, keine Ahnung, 5000er, der so richtig flott wird. Nein, das ist auch vollkommen unwichtig. Wir sind einfach momentan so gut unterwegs und es ist, man braucht nur ihre Bestzeit anzuschauen. Und ich kann eure Bestzeiten auf einen Halbmarathon habt ihr und ihre Bestzeiten auf die andere Seite. Hey, wie sagen die Amerikaner? It doesn't take a rocket scientist. So, du musst jetzt konzentrieren auf das, was wir noch nicht können. Oder schauen wir das, was wir schon sehr gut können, dass man das verbessern will. Von da weg ist es nur noch ein kleines Stückchen Richtung Olympia-Quali. Ja. Nur auf dem 5000, der muss definitiv nicht qualifizieren für die Spiele. Aber für die 1.11, wenn ich die jetzt daher nehme, und du hast ja bei der Wien Pressekonferenz gesagt, 2.30 oder sub 2.30 angesagt. Aber wenn ich mir jetzt da 1.11, wenn ich da 1.11 anschaue, und du doppelst das und legst 10 Minuten noch drauf, weil es wird halt ein bisschen langsamer, da ist aber schon noch Spazi nach oben bis 2,29. Also das, war das defensiv jetzt da oder ist da einfach bei doppelter Distanz, muss man dann so viel rausnehmen? Ja, sicher war es defensiv. Alle, die sich auskennen, wissen ganz genau, was das heißt, wenn man 1,11 niedrig rennt, was das am Marathon heißt. Speziell, wenn man einen Sparmotor hat. Eben, deswegen hat es mich so irritiert. Ja, und auch alle, die jetzt, ich habe jetzt auch extrem viele Rückmeldungen gekriegt von meinem Training gestern, die haben alle gesagt, ja,
Julia, du rennst 2,35 auf 40 Kilometer. Ja, was willst du jetzt mehr wissen? Was wird das wohl werden am Marathon, ne? Wenn du es im Training am Waldbosen einfach alleine läufst. Und Sub-3 geht sich schon aus. Knapp. Und mein Ziel ist ja auch definitiv, und wenn man den Vincent fragt, und das Olympia-Limit liegt bei 2,26,30 und das WM-Limit bei 2,28,40 oder so irgendwas, dann ist es natürlich, will man sich direkt qualifizieren und natürlich will man das alles laufen. Gut, aber ich bin auch so realist, dass ich jetzt sage, es ist mein allererster Marathon und ist jetzt nicht selbstverständlich, dass ich da 2,26 laufe. Ja, ja, Julia, Julia, halt backen wir mal kleine Brötchen. Ja. Also ein nach der anderen. Ja. So, wir schauen erstmal, dass wir Marathon über die Bühne bringen. Ja? Dann schauen wir, dass wir Scooter über die Bühne bringen. Wir haben jetzt eine Quali für 2,26 für die nächsten Olympischen Spiele. Wir werden uns bemühen, Das ist abartig. Ja. Nein, ich finde es nicht abartig. Tut mir leid, da sind wir nicht der gleiche Meinung. Was, dass wir jetzt, für in 3 Jahren schon laufen? Wir sind jetzt für diese Olympia-Quali dabei, und wenn wir das nicht schaffen, was keine Schande ist, weil wir reden jetzt über Olympia-Quali, das ist ja kein Spaziergang. Die Julia hat angefangen vor 3-4 Jahren mit richtig trainieren. Ja? Dann schauen wir, dass wir es den nächsten Spieler versuchen zu schaffen. Und da werden wir wieder reingehen. Bis wann ist da die Qualifikation für Olympia eigentlich? Also bis wann kann man sich da überhaupt qualifizieren? Ja, bis 2024 hast du halt, der Qualifikationszeitraum ist offen bis ein paar Monate davor. So wie es auch jetzt bei den letzten Europameisterschaften Halle oder halt auch Outdoor war, wo ich war im August. Du hast halt, wann schließt das? Das hat jetzt im August geschlossen auch. Du hast ewig lange Zeit. Du hast eher lange Vorlaufzeit quasi, und es geht ist relativ knapp. Okay. Aber Julia, es ist einfach so, backen wir mal kleine Brötchen. Jetzt schauen wir erstmal, dass wir einen Marathon ins Ziel bringen, ordentlich, ja, weil das ist auch mal daneben gegangen, ja. Das bedeutet, fangen wir mal an, wir sind jetzt beim Training gut dabei, du weißt genauso wie ich, dass du es physisch drauf hast, aber an dem Tag X das bringen, das ist dann wieder eine andere Geschichte, das braucht auch wieder Training und Erfahrung, wir werden das irgendwann schaffen, da bin ich mir 100% sicher. Momentan sind wir froh, wenn du österreichische Staatsmeisterin wirst in Wien, in einer Zeit unter 2,30, das wäre wünschenswert. Und dann alles, was dann noch kommt, ist eine Zugabe. Und wenn es uns nicht gelingt, dann haben wir 3-4 Monate später wieder eine Chance. Wie jeder gute Marathon-Anfänger ist es einfach ins Ziel kommen, und das wird schon passen. Ja. Aber weil du gesagt hast, eben Zielzeit und so, also Otto Normal-Marathonläufer hat ja dann oftmals so diesen 3-Stunden-Läufer, der mit der Fahne vor einem herfährt. Mir ist schon klar, dass es im Profibereich nicht gibt. Aber hast du dann irgendwelche Pacer oder irgendwelche Dings, die dich so ein bisschen einschwören auf die Geschwindigkeit, oder laufst du das dann vor allem in Wien quasi allein? Na, sicher nicht. Also mittlerweile ist es eigentlich so, dass ich bei fast allen Läufen, die ich mir so vor einem Pacemaker habe, ich habe ihn auch in Malta nicht allein gelaufen. Das war auch so, dass er eigentlich für mich dann die Flasche genommen hat und selber getrunken hat und er mir sie dann weitergereicht hat. Und in Wien wird es eigentlich genauso sein. Ich habe in Wien ein Führungsfahrzeug, wo ein Betreuer von mir Platz nehmen darf sogar. Und ich habe 2 Pacer derzeit, eine Gruppe, wo wahrscheinlich sich noch wer anschließen wird. Und ich hoffe, dass bin auch gerade dran, dass ich einen eigenen Pacer auch habe, der halt dann wirklich nur so mein eigener ist, mit wo ich halt weiß, ja, ich bin 100% safe, ich habe mehrere. Und es ist auch da in Wien so, dass jemand mir dann auch meine Gels und Flaschen reichen wird. Also ich habe eigentlich überhaupt nichts zum tun, außer stur. Da hast du ja manchmal, das klingt jetzt ein bisschen deppert, aber es ist halt so, aber du hast es ja als Frau ein bisschen leichter, weil wenn du jetzt da jemanden suchst, der dein Zeit läuft, und es ist ein gemischtes Rennen, dann, also jemanden, der ein Mann, der halt, weiß ich nicht, 2,20 läuft, den findest du halt gar noch. Wenn jetzt da irgendwer sagt, ich möchte sub 2,10 laufen, ich brauche einen eigenen Pacer, wird schon schwieriger, und ab 2,5 abwärts, huiuiui, dann wird es aber eng hinten raus. Weil die kennen, wenn einer so schnell laufen kann, dann kann er fertig laufen und gewinnt. Aber wie viele Männer gibt es in Österreich, die 2,26 laufen? Wie viele Männer gibt es da? Also da werden wir auch nicht so viele finden. Naja, 1-2 laufen mit,
aber die warten jetzt. Genau, nicht. Und viel haben wir nicht mehr, viel mehr gibt es nicht. Die zwei, die mitlaufen, die Guten, die bei der Pressekonferenz waren, die laufen sowieso ein eigenes Rennen und die haben halt dann eine internationale Gruppe, wo es halt auch mit denen mitlaufen. Ja. Und ich habe die anderen zwei, die halt auch noch mitlaufen, aber die laufen für mich. Ja, also, gut so. Dann lass das nicht wegnehmen. Nein. Und wir haben halt auch, also ich habe halt auch ein Glück, dass es auch die ungarischen Staatsmeisterschaften sind. Sprich, es kommen angeblich auch ein paar Ungarn dazu, die in dem Leistungsbereich sind. Und zusätzlich organisiere ich mir halt noch einen, der wird halt extra von mir dann nochmal eigentlich, ja, bezahlt, beauftragt, damit der nur für mich läuft. Warum hat man dann mehrere, falls ein ausfällt, damit noch einer da ist oder damit sie Windschatten geben? Ja, sicher. Also ich verlasse definitiv nichts dem Zufall. Wenn der eine jetzt krank ist am Vortag und nicht starten kann, der andere hat jetzt am Weg bis dorthin, es sind noch 8 Wochen, irgendeine Verletzung, kann auch nicht starten, dann fallen die zweimal flach. So, dann habe ich nur noch eventuell eine ungarische Gruppe und auf das lasse ich mich nicht ein. Also sicher nicht. Ja. Julia, da gibt es dann definitiv noch ein Backup. Ich glaube, dass du momentan so gut unterwegs bist, dass du gerade kein Tempo machen brauchst. Du laufst das alleine auch, das weißt du genauso wie ich. Du hast es drauf. Ob es an den Tag X genau passt, das steht in den Sternen. Das ist wahrscheinlich für uns schon längst entschieden worden. Ja, das können wir wahrscheinlich gar nicht beeinflussen. Aber wenn du das Vertrauen, was du eigentlich hast in ein Training, rüberbringst, dann laufst du das auch ganz alleine. Der Laufende Decken-Podcast hat seit neuestem auf Patreon so von einem gewissen Vincent so Sprüche bekommen, die ich dir kurz vorher geben kann, die dann nicht mehr aus dem Kopf gehen. Ich kann dir dann einen Code geben, die kriegst du relativ billig. Mache ich dann Freundschaftspreis. Damit ist es dann überhaupt kein Problem, dass du am Tag X wirklich auch die 2,26 laufst. Garantie. Unbedingt brauche ich das. Wobei, vielleicht sitzt er im Betreuerfahrzeug drinnen und schreit mit Mikrofon immer wieder irgendwas raus. Also du hast eine Flasche, das weißt du genauso wie ich. Das ist nicht dasselbe, bei uns kaufst du auch noch die richtige Energie mit. Ja, natürlich. Okay. Wir pendeln das aus vorher. Ich möchte beim Rennen, meine Athleten sind alle so gut und mittlerweile so viel besser, als dass ich je in meinem Leben überhaupt mal gewesen bin, dass ich ja keine obergescheite Anweisungen gibt beim Rennen. Definitiv nicht. Was Athleten während dem Rennen machen, wissen wir. Nämlich laufen. Aber was machst du während dem Rennen? Bist du jemand, der dann mitfiebert? Bist du jemand, der auf der Seite steht? Bist du jemand, der am besten gar nicht nichts wissen will? Oder? Nein, ich bin da schon sehr. Also ich habe mit allen Athleten, diese kleine Gruppe, die ich habe, ein sehr, sehr enges Verhältnis. Und ich fühle mich da persönlich verantwortlich. Und wenn es nicht geht, dann fühle ich mich einfach nicht so wohl. Und das bedeutet aber nicht, dass ich damit die Athleten dann eigentlich beschuldige, dass sie sich nicht bemühen oder so. Nur dann denke ich mir, okay, das ist einfach blöd. Sie haben genau das gemacht, was ich gesagt habe. Und es ist mir als Trainer nicht gelungen, dafür zu sorgen, dass heute an dem Tag das so gepasst hat. Da tut mir oft schwer. Gib ich ganz ehrlich zu, das tut mir wirklich schwer. Das tut mir richtig schwer. Ja, aber fairerweise muss man sagen, man kann halt auch nur so viel tun, oder? Ich meine, du kannst halt einfach dann auch Pech haben und das ist ja auch irgendwie das Spannende im Sport, dass es dann Dinge gibt, die du doch nicht kontrollieren kannst. Ja, aber hast du vollkommen recht. Trotzdem, sie machen das genau, was ich sage. Und wenn sie das machen und es kommt nicht raus, was sie sich gehofft haben, ja, dann bist du schuld. Fertig. Dann bin ich halt schuld. Ja. Und so empfinde ich das dann auch. Und das bedeutet, dass das einfach ungut ist. Ja. Aber meine Athleten, eines möchte ich dazu sagen, das Verhältnis ist so gut, dass es da überhaupt nie jemals eine Diskussion gegeben hat, in keine einzige Richtung. Weil jeder von uns beide, von unserem Team, weiß, dass der andere sich zum 100% bemüht. Ja. Und dass es aber nicht bedeutet, dass es auch gelingt. Das ist wahrscheinlich schon längst entschieden worden von uns. Ja, aber da merkt man bei euch auch, also ich würde sagen, es ist immer so, wenn Athlet und Trainer sich aufeinander verlassen und der eine hat den Job laufen und der andere hat den Job ihn dorthin zu bringen und beide tun alles dafür, dass es halt dann funktioniert, dann haben alle alles getan, dass es an dem Tag funktioniert. Es kann dann nur immer jemand über, an Straßenbahnschienen fallen. Ja, 1000 Rosen, kann man eh nichts machen. Ja, es aber, kann, es kann,
Es kann auch das Training nicht gepasst haben. Aber ich bin einfach stolz auf meine Athleten. Ich bin richtig stolz, egal wie schlecht es denen auch geht. Ich habe das am Wochenende jetzt wieder mitgemacht, dass es einem von meinen Athleten nicht gut gegangen ist. Ja. Dann stellt sich später raus, dass er krank war. Ja. Aber trotzdem tut es halt richtig weh. Das tut richtig weh. Ja. Und speziell, wenn man sieht, dass der Athlet leidet. Also Trainerjob ist wirklich ein Hundjob, muss ich sagen. Aber ich sehe aber auch, wie der Athlet leidet. So, der leidet dann genauso. Ja. Aber also wenn man echt was so anschaue und auch anhöre, bin ich schwer davon überzeugt, dass da dass das österreichische Niveau um 3-4 nicht Latten nach oben gelegt wird, sondern wie nennt man es beim Hochsprung? Ja, ist ja egal. Diese Dinger halt, also dass die Latte höher gelegt wird. Fix. Ja, genau. Das mit dieser deutschen Sprache. Wie war das mit keine schwierigen Gespräche mehr ab 17 Uhr? Ich hoffe auch, dass die Julia junge Läuferinnen dazu motivieren kann, dass sie vernünftig trainieren und hart und viel trainieren. Und nicht, dass sie sich denken, dass sie mit zwei Bahneiten mit 10x400 Meter ihr kardiovaskuläres System verbessern. Da habe ich schlechte Nachricht, das funktioniert halt nicht. Ja. Nein, das wäre wirklich gut. Und ich glaube, die Julia hat auch echt das Zeug dazu, so blöd das jetzt klingt, viele junge Mädels dazu zu kriegen, dass sie halt auch Laufen cool finden. Und das also dann auch, also quasi der Thomas Muster des weiblichen Laufsports, wo einfach dann eine ganze Generation sagt, ah ja, cool, das will ich auch machen. Das kann ich mir schon vorstellen. Nur ist halt ein bisschen hübscher als der Thomas Muster, das muss man schon dazu sagen. Gott sei Dank. Man kann also sagen, das ist jetzt nicht schwer, weil eine Schönheit war er nicht, der Herr Muster. Ich will dich nicht beleidigen, Juli, aber... Ja, im Vergleich zum Horst Skoff war er schon hübsch. Aber das ist ein anderes Thema. Aber saugut war er. Sau richtig. Und er hat auch gearbeitet wie ein Berserker. Hut ab. Ja. Man muss aber auch sagen, er war technisch jetzt nicht der begabteste Tennisspieler, der jemals die Nummer 1 war. Aber er war ein harter Arbeiter. Genau. Aber Hut ab. Ja. Ich war großer Muster-Fan. Ja, aber ich würde echt sagen, ich bin wirklich, wirklich gespannt, was da rauskommt beim Marathon-Debüt. Und ich glaube, also der österreichische Rekord ist ja sowieso jetzt dann nicht die Messlatte, aber ich glaube, da geht es ja Richtung deutscher Rekord oder so in diese Richtung eher. In den wie schon gesagt, backen wir kleine Brötchen, schauen wir erst, dass wir ins Ziel kommen und dass wir ordentliche Zeit haben. Der österreichische Rekord ist gelaufen worden durch eine sehr gute Läuferin, wo wir große Achtung haben. Deshalb schauen wir erstmals, dass wir die beste Läuferin Österreich werden, dann sind wir schon sehr, sehr zufrieden. Ja. Und wir werden das genauestens verfolgen und berichten. Ja. Passend ist zu dem vorigen, weil wegen nervös, Trainer und so weiter, ist es halt auch so, und wegen Schätzen von Athleten, Trainerbeziehungen und so weiter, dass einerseits natürlich das Training und das ganze der Prozess halt natürlich Spaß macht. Sprich, es macht uns allen Spaß und es macht dann auch ihm Spaß. Und es ist halt auch so, dass man geschätzt wird für das, was man leistet und arbeitet im Training. So, man wird nicht jetzt, ich meine, sicher, mir ist bewusst, ich mache Leistungssport und jeder, sprich, ich habe keine Freunde, jeder misst mich einfach aufgrund meiner Leistungen, und das ist auch eigentlich legitim, weil sonst würde ich den falschen Job haben. Nur ist es halt so, dass man quasi dann eigentlich im ganzen Haus vermeulen ist das so, dass man, egal, ob man jetzt 1,45 läuft am Halbmarathon oder 1,11, man hat halt die Arbeit gemacht, und wenn man die Arbeit gut macht, dann ist das der Punkt, so. Und dann wirst du geschätzt und dann ist das das. Und wenn es dann beim Rennen eben um 30 Sekunden nicht aufgeht, dann geht es nicht auf. Aber du hast eigentlich nichts falsch gemacht und that's it. Du hast gewonnen, du hast Spaß gehabt beim Training und du hast das Richtige gemacht. Ich bin immer stolz auf euch. Ja. Wenn man das halt alles richtig macht, was man machen hätten sollen. So. Ja, wenn du natürlich das Training nicht machst, das er vorher gesagt hat, dass du machen sollst, dann ist halt, ja. Das gibt's nicht. Und das habe ich vor allem im ersten Podcast mitgenommen, harte Arbeit und Spaß dabei. Das waren so die großen Takeaways, die ich hatte. Ja. Das ist das Einzige am Ende, worum es geht. Ja. Ja. Und auch diese Folge war harte Arbeit, aber hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, du. Also, huiuiui, du bist wirklich. Ich bin on fire, oder? Ja, also überleitungsmäßig. Also diesen Spruch nehmen wir auch mit. Wenn ihr Patreon-Unterstützer werdet, dann gibt es auch diesen Spruch noch extra. Gibt es im Sonderbundle Vinzenz Vermeulen Sonderangebot. Wir werden Millionäre. Oh ja, oh ja. Naja, ich würde sagen, da sind wir durch. Danke sehr. Ich freue mich schon sehr, sehr, wie gesagt, aufs Marathon-Debüt. Und wir werden euch einfach weiter verfolgen und euch nicht mehr von der Angel lassen. Ich möchte mich auch bei euch herzlich bedanken und ich hoffe, dass viele ein Beispiel nehmen an Julia. Sie ist eine hervorragende Läuferin mit großer Motivation, viel Ehrgeiz und sehr genau, und ich bin sehr gerne ihr Trainer. So, und deshalb vielen Dank an dir. Ich sage danke. Wir sagen danke. Jawohl. Servus. Danke euch. Ciao. 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 Thank you.